Was ist grün und stinkt nach Fisch? Werner Bremen. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Wir können versichern, dass keine Kinder bei der Vorabaufnahme des Cold Openings verletzt worden sind. Arbeitsschutz und alle Corona-Bedingungen wurden eingehalten. Und die Zustimmung, vielleicht sogar die Anstiftung der Eltern liegt vor. Insofern, ja, liebe Bremer, nehmt es mit Humor, versucht es mit Humor zu nehmen. Denn Werder Bremen ist abgestiegen. Der erste FC Köln hat sich ins Nachsitzen gerettet und darf nun die Relegation gegen Holstein Kiel angehen. Zwei Spiele, Mittwoch und Samstag, die über Wohl und Wehe der Saison, vielleicht sogar über den Verein, entscheiden werden. Wir werden es sehen. Ja, und da gibt es viel zu besprechen. Schalke, Kiel, alles drumherum. Und das mache ich natürlich mit dem Anstifter des Cold Openings, mit Marco. Moin. Moin, hi. Dein Sohn ist hoffentlich in anderem Lied gut ebenso bewandert. Ja, aber wie gesagt, Werder, also wie gesagt, er sagt immer Werner Bremen, ist aber natürlich umso besser, weil er sagt auch immer Leverkusen und Kackbach, das habe ich ihm natürlich schon richtig gut beigebracht, aber wie gesagt, da, der wird natürlich jetzt so langsam eingeführt und kennt schon das Wort Schmutzvereine und betitelt die schon richtig und sagt dann auch immer, naja, also ich bin ja Fan des ersten FC Köln, also scheine ich da, naja, zumindest aus meiner Sicht alles richtig zu machen. Ob er dann nachher damit glücklich wird, das muss er selber wissen. Kann nur noch nach oben gehen, aber das haben unsere Väter wahrscheinlich auch gedacht damals, als wir auf die Welt kamen. Das glaube ich auch, ja. Ja, ja, und dann haben wir noch jemanden da, ist nicht bekannt, ob er auch Kindeswohl gefährdet, wie das der Ruhrpott-Tennis anscheinend tut. Wir haben als besonderen Gast für diese heutige, ja doch sehr besondere Folge, den Ralf Friedrichs dabei. Moin Ralf, grüß dich. Hallo und grüßt euch und direkt mal den Gruß an den Ruhrpott-Tennis. Wunderbar, wie du deine Erziehung da auch ernsthaft und gewissenhaft angehst. So habe ich das auch gemacht und der Erfolg ist, dass beide Söhne definitiv FC wirklich verseucht sind, muss man sagen, aber im positiven Sinne. Also ich denke, da besteht noch Hoffnung, da wird was draus. Der Ansatz ist gut. Also ist dir jemals krumm genommen, dass du sie zu FC-Fans gemacht hast? Ja, so geht es mir nämlich auch mit meinem Dad. Ja. Er hat mich ja von Borussia Dortmund weggeholt. Stell dir vor, ich wäre 1997 einfach Borussia Dortmund-Fan geblieben, was ich dann alles jetzt an Titeln im Schrank stehen hätte. Ja, da hast du wohl recht. Spieler in meiner Mannschaft werden. Ich könnte ein Haaland-Trikot tragen jetzt heute. Ja, aber ganz ehrlich, dann sind ja die gleichen Sorgen, nur halt zwei Regale höher, ne? Aber du hättest ja zumindest Silberware gewonnen und damit nicht den Zweitligameisterschaft. Aber guck mal, also ich weiß nicht, Borussia Dortmund hat noch nie den Florida Cup gewonnen. Das stimmt. Also weiß ich zwar nicht, aber wahrscheinlich stimmt das. Ja. Oder den Juan Gamper Cup, das Einladungsturnier des CF Barcelona, den hat der FC zweimal gewonnen. Also. Ja, vor allen Dingen glaube ich ja, dass uns London 2017 mehr bedeutet, als Dortmund irgendein random Champions League Hinspiel in der Gruppenphase. Irgendeiner Saison, wo man nicht vielleicht ins Viertel-Achtelfinale oder so vordringt. Das glaube ich schon, dass das für uns dann nochmal ein größerer kandidatischer Moment war. Ja. Ja, Ralf, Frage an dich, der ja schon ein bisschen länger dabei bist als wir. Hast du irgendwas Vergleichbares wie jetzt diese anstehenden Relegationsspiele als FC-Fan schon mal erlebt? Ist das vergleichbar mit Europapokal-Halbfinals oder ganz anderes Gefühl vorher? Also ich habe da komischerweise eben ganz genau drüber nachgedacht, ohne dass wir da jetzt irgendwie drüber gesprochen hätten. Wann war eigentlich das letzte Hin- und Rückspiel des ersten FC Köln? Das muss eigentlich Celtic Glasgow gewesen sein. Also die Geschichte mit dem letzten alten UEFA Cup, jetzt nicht 2017, 18, das war ja eine Gruppenphase. Aber hier hatten wir ja wirklich dann so Hinspiel in Köln, Rückspiel in Glasgow und dann haben wir 2-0 in Köln gewonnen. Muss 92 gewesen sein, genau, September 92. Und dann im Rückspiel dann leider 3-0 bei Celtic rausgeflogen. Das war wirklich noch diese alte Europapokal-Arithmetik und ich glaube, das war definitiv das Letzte. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, außer bei irgendwelchen unwichtigen Vorbereitungsturnieren im Sommer.
dass da wirklich was Ernsthaftes war. Nee, also es ist lange her und die Erinnerung geht tatsächlich in diese Richtung zurück. Hat dem FC eine gewisse Zeit lang durchaus gelegen, aber da hat man natürlich auch noch eine ganz andere Mannschaft und ein ganz anderes Standing in Fußball Deutschland. Ein richtiges. Ja, lang, lang ist's her. Ja. Naja, aber apropos anderes Standing in Fußball Deutschland, das galt auch mal für den FC Schalke 04, aber die haben sich jetzt ja wirklich komplett sang- und klanglos verabschiedet. 16 Punkte in der Endabrechnung, das ist fast die Hälfte der Punkte, die wir geholt haben, nur, also wir haben 33. Haben wir sogar weniger als die Hälfte der Punkte, als wir geholt. Das ist schon, echt eine Hausnummer. 25 zu 86 Tore, das ist minus 81 im Torverhältnis. Irgendwie, ich glaube, die haben 30 Standard-Gegentore alleine bekommen, wenn man die Elfmeter mit reinrechnet. Also eine Saison, die kann man quasi gar nicht in Worte fassen für so einen Verein wie den FC Schalke 04. Aber genau gegen diesen Verein ging es am letzten Spieltag für den FC. Und die Situation ist ja jedem Hörer und jeder Hörerin komplett geläufig. Wir mussten dieses Spiel gewinnen. Haben wir ja auch. Aber ich würde euch gerne mit auf diesen Samstagnachmittag hier im KY-Lennepschen Domizil nehmen. Und zwar nicht anhand irgendwelcher Kicker, Ticker oder sowas, sondern anhand des, Achtung, jetzt kommt's, anhand des Bellalarms meiner Hundekamera. Ja, jetzt fragt ihr euch, was ist jetzt vollkommen durchgeknallt? Was ist los? Und zwar, ich habe so eine Hundekamera, die mir aufs Handy eine Warnung schickt, wenn der Hund bellt, wenn ich nicht zu Hause bin, damit man dann mit der Kamera gucken kann, was los ist, wenn der Hund bellt. Ne? Aber, es scheint so, dass wenn zwei leicht angetrunkene Köln-Fans laut jubeln, schlägt diese Kamera auch aus. Dieser Bellalarm. Kommt auch eine Push-Nachricht auf mein Handy und dann steht da, ihr Hund bellt. Wollen Sie nachgucken? Übrigens, das klappt auch, wenn man Videokonferenzen hat und sehr unliebsame Kolleginnen mit sehr unfreundlichen Stimmen anfangen zu reden, dann schlägt das Ding auch aus. Aber ich habe mir das Protokoll aufgeschrieben, wann diese App ausgeschlagen hat. Das heißt nämlich immer dann, dass wir dann was zu jubeln hatten bei mir auf dem Sofa, der P-Rod und ich. Und anhand dessen können wir mal versuchen, den Nachmittag jetzt so ein bisschen zu rekonstruieren. Ich muss ja sagen, mein erster Jubel, der ist nicht auf der Kamera drauf, weil der war jetzt nicht kein lauter Jubel, aber mein erster Jubel kam, als ich im Vorfeld des Spiels nicht unsere Aufstellung gesehen habe, sondern die von Werder Bremen. Und von Werner Bremen, Entschuldigung. Und die tatsächlich mit Thomas Schafraute gespielt haben. Da war mir klar, okay, die gewinnen zumindest schon mal nicht gegen unsere Freunde vom Niederrhein. Das war so mein erster kleinerer Jubelmoment. Aber tatsächlich hat die Kamera dann zum ersten Mal ausgeschlagen, schon um 15.34 Uhr. Oder 33, weil da schon das 1-0 gefallen für Lars Stindl, für Borussia Mönchengladbach gegen jedes Werner Bremen. War da bei euch auch der große Jubel schon ausgebrochen oder habt ihr nur das Spiel geschaut und gar nicht die anderen Spiele beachtet? Also ich hab tatsächlich nur den FC geguckt, hatte aber die Kicker-Notification für die beiden anderen Spiele auf dem Handy, wusste also schon, dass relativ früh Lars Stindl getroffen hat. Und hab aber gedacht so, ja, bringt alles nichts. Die können, ist natürlich super, dass die verlieren, aber solange wir hier nicht gewinnen, ist das alles sowieso für die Katz. Deswegen war ich da etwas vorsichtig. Und ich meine, so in der ersten Halbzeit fand ich jetzt auch nicht, dass wir uns da angeschickt haben, Schalke aus dem Stadion zu schießen. Nö, das kann man, glaube ich, unterstreichen. War wieder dieser typische Funkel-Stabilitätsfokus. Kann man jetzt durch den Rückblick immer versuchen zu bewerten, aber den fand ich sogar auch da nicht unclever. Einfach weil man ja weiß, dass Schalke ab der 70. immer einbricht. Ne? Das heißt, du musst halt irgendwie versuchen, dass bis dahin die nicht irgendwie schon zu irgendwelchen Achtungserfolgen wie gegen Frankfurt gekommen sind und da zweimal aufs Tor geschossen haben, zwei Tore gemacht haben. Wir haben ja auch nicht nichts gemacht, so war es ja auch nicht. Ne? Wir haben einfach nur noch nicht den ganz großen Sturmlauf gemacht. Aber wie war es denn bei dir zu Hause auf dem Sofa, Ralf? Wie war's? Oder warst du auf dem Sofa oder hast du es woanders geschaut? Ich habe hier so mit einer Monitorwand, hätte ich beinahe gesagt. Ja, ganz so krass ist es jetzt nicht. Also kein Sportstudio, aber immerhin zwei relativ große Monitore, noch einen dritten Ersatzmonitor nebenan und überall liefen die Spiele. Ich hatte also so einen Gesamtüberblick, sag ich mal. Wobei ich rein auf das FC-Spiel geguckt habe. Was da das Tor für Gladbach fiel,
habe ich mich einerseits gefreut, andererseits, ich denke manchmal ein bisschen zu kompliziert und um drei Ecken rum, dachte ich, na, ob das so gut ist, ne? So, weil wenn so ein Tor so früh fällt, dann kann es auch in eine ganz andere Richtung gehen. Dass das nochmal, gerade wo Bremen hat ja in den letzten Jahren doch stark profitiert, immer wenn es gegen Saisonende geht, von ihren Fans, von diesen, ich glaube, die haben ja damit ja angefangen, von diesen Bus begleiten und was weiß ich, mit grün-weißen Nebel und sonst was alles. Ich habe natürlich gehofft, dass sich das mal abnutzt, ne, so, und vielleicht war es auch deswegen so. Ich hatte auf jeden Fall Sorge, dass es die Bremer eher anstachelt, aber das hat sich ja im weiteren Verlauf dann als unbegründet erwiesen. Und ich habe dann wirklich nur noch auf den FC geachtet und habe dann diese erste Halbzeit genossen, wie wir sie wahrscheinlich alle genossen haben, in einer gewissen Abwartehandlung. So hat der Motto, Jungs, jetzt fangt doch langsam mal an. Ja, irgendwann ging es ja dann auch endlich mal los mit Torchancen, so nach 20 Minuten und so weiter. Aber es war ja am Anfang schon lange recht zäh. Ich war halt nur froh, dass das andererweitig jetzt erstmal alles so weit stand, dass im Prinzip für uns alles bereit lag. Also, dass wir im Prinzip bei einem Tor nach wie vor komplett gerettet sind. Das wäre eigentlich das eigentliche Ziel gewesen. War halt nicht. Nee, genau, aber das, man hätte hoffen können, denn meine Hundekamera hat nochmal ausgeschlagen. Und zwar war das, als Kalajdzic das vermeintliche, ich sage vermeintliche 1-0 gegen Arminia Bielefeld erzielt hat. Das war so bummelig um 16.04 Uhr rum, so in dem Dreh. Da hat man ja schon denken können, ja, jetzt läuft hier alles für uns. Bremen führte da, glaube ich, auch schon mindestens lag schon 1-0 hinten. Wenn nicht sogar schon 2-0 in dem Moment. Und dann fiel dieses scheinbare 1-0 für Stuttgart. Aber, und da werden wir nachher auch noch drauf zu sprechen kommen, natürlich kam der Videobeweis und natürlich hat er festgestellt, dass irgendwer da eine Fußspitzenbreite im Abseits stand. Und damit war dieses Tor dann leider natürlich regelkonform ungültig, aber trotzdem sehr ärgerlich für den FC. Also es war halt irgendwie klar, auch im Vorfeld war mir das schon klar, es werden nicht beide von diesen Vereinen für uns spielen. Das wäre, dieses Glück musst du erstmal haben. Das hatten wir 2017, dass wirklich alle Vereine über uns, für uns gespielt haben, ne? Also nicht gewonnen haben. Das kann man ja nicht zweimal vom Schicksal erwarten, dass das so kommt. Und deswegen habe ich jetzt realistisch nicht damit gerechnet, dass mehr geht als Platz 16. Hattet ihr vorher andere Erwartungen oder habt ihr auch gedacht, es reicht, wenn wir irgendwie einen von beiden cashen? Ich hatte ja lange. Ja, mach ich. Oh, Entschuldigung. Ja. Nee, mach ich. Ich hatte lange damit zu kämpfen, dass es, dass wir in Berlin nicht auf Sieg gegangen sind. Also die ganze Woche hat das einfach geärgert. Vor allen Dingen, wenn du jetzt mal guckst, hätten wir das Spiel gewonnen, dann hätte es ja ein Tor definitiv mehr erzielt als der Gegner. Hätten wir jetzt mit einem Tor Vorsprung das Ding jetzt schon safe. Deswegen, es hat mich einfach unfassbar geärgert, dass man da zumindest in den letzten 10, 15 Minuten gegen einen Gegner, der platt war, der am Ende war, der mit mehreren Jugendspielern spielte, dass man da nicht wenigstens ein bisschen mehr Risiko gegangen ist, sondern im Prinzip ja immer noch Safety First und bei allem Verständnis und hier, ich bin ja ein großer Trainingsfuchs und Trainerfuchs, habe schon so viel erlebt, das mag ja alles richtig sein, aber Fußball versucht man sich doch für den letzten Spieltag in die beste Ausgangsposition zu bringen. Das hat man nicht gemacht, man hat mehr oder weniger taktiert. Jetzt ist es halb gut gegangen, halb nicht gut gegangen. Das kann man jetzt wieder ja so und so sehen. Hinterher weiß ich mal Bescheid. Wer gewinnt, hat recht. Wenn wir absteigen, dann wäre es vielleicht doch besser gewesen, in Berlin ein bisschen mehr zu probieren. Ansonsten hat natürlich der Trainer recht. Aber letzten Endes war das so ein bisschen mein Ärger immer noch über diese verpasste Möglichkeit in Berlin. Aber nun gut, die Situation war nun mal so. Und der FC hat halt dann dementsprechend auch am Anfang entgegen der Vorhersage von Friedhelm Funkel doch noch ein bisschen abgewartet und auf Sicherheit gespielt. Wahrscheinlich auch mit dem Hinterkopf, was du eben sagtest, dass sie auch damit gerechnet haben, dass in den letzten, der zweiten Halbzeit Schalke ja verlässlich die Luft ausgeht. Ja, ganz genau. Ja, ich finde auch in der Sekunde, wo Hertha Radonjic und Delrosun ausgewechselt hatten, da dann Michelbrink und Mesiolecki vorne drin spielten, da musst du auf Sieg gehen, sehe ich ganz genauso. Weil du kannst halt nicht realistisch hoffen, dass wirklich Bielefeld und oder Bremen verlieren. Das war halt ein großes Mabon-Spiel. Das ist insofern aufgegangen, dass das natürlich jetzt Platz 16 rausgesprungen ist.
Aber wenn es dann trotzdem nur zum Abstieg reicht in der Relegation, dann hast du es selber relativ fahrlässig aus der Hand geworfen. Ich glaube halt nur nicht, dass, also ich glaube Funkel dann nicht, dass das wirklich Plan war. Ich glaube, der wollte seine Mannschaft schützen. Also ich glaube, die hatten schon die Absicht, da irgendwie auf Sieg zu spielen, haben es halt wieder mal nicht hingekriegt. Dann hat sich Funkel einfach schützend vor die Mannschaft gestellt und Druck von denen genommen und hat gesagt, nö, das war der Plan und alles gut und so. Ja, also ich glaube ihm, dass ich rechne es ihm hoch an, dass er das tut, die Mannschaft da in Schutz nimmt und nicht in den Senkel stellt, aber ich glaube es ihm nicht so richtig. Ist jetzt auch vergossene Milch. Und, ja, richtig. Aber ich wollte es noch einmal kurz erwähnt haben. Jetzt bin ich damit auch durch. Ja, ganz genau. Vor allem mal wieder auf meinen Bell-Alarm gucken müssen. Der ist nämlich dann nochmal angeschlagen, als Gladbach dann das 2-0 gemacht hat. Da war es dann auch schon kurz vor 16:30. Und tatsächlich, ja, Thüram. Ab da ging es für Bremen dann ja dann auch vor die Hunde. Dann folgten ja relativ schnell das 3-0 und 4-0 für Gladbach. Da haben wir auch gar nicht mehr groß gejubelt, weil das Spiel war dann eigentlich schon durch. Weil jetzt, man kann dir Gladbach vorwerfen, was du willst, aber die werden halt auch nicht in 4 Tore Vorsprung in knapp 30 Minuten verspielen. Also das schafft vielleicht der FC, aber andere Mannschaften, die ein bisschen seriöser arbeiten, dann vielleicht doch nicht. Ja, aber da gab es noch so ein paar Mal so Halbsituationen, wo natürlich der Alarm hätte ausschlagen können, weil wir hatten ja doch ein paar Torchancen dann ab der zweiten Halbzeit. Also vor allen Dingen sollte man da mal Jonas Hector herausnehmen, der an dem Spieltag auch locker einen Hattrick hätte machen können, allein von den Chancen her. Ich finde das eh unfassbar, dass Schalke mit 5 Mann hinten drin verteidigt, Matthew Hoppy der tiefste Spieler von denen ist und trotzdem rennt da 5-mal im Spiel in Kölner allein auf den Torwart zu. Also ist schon faszinierend. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass eine richtig gute Mannschaft Schalke da 5-6-0 abgeschossen hätte. Also wenn da irgendwie Bayern oder so gestanden hätte oder Dortmund mit einem guten Haaland oder so, das wäre nicht 1-0 ausgegangen in der gefühlten letzten Minute irgendwie. Das wäre anders ausgegangen. Das stimmt. Ja, das stimmt schon. Also ich find auch, wir haben in der zweiten Halbzeit deutlich mehr nach vorne gemacht und waren auch deutlich griffiger. Also ich fand, Schalke, du hast ja einfach gesehen, dass da von denen nicht so sonderlich viel kommt. Ich glaube, der Ralf kann auch was sagen, genau. Naja, es hat sich schon erledigt, aber es geht um Schalke. Ja, da waren aber schon so ein paar vereinzelte Dinge dabei, wo man echt ein bisschen Sorge haben musste. Also einmal, wie schon gesagt, da wo Borneau da noch den Ball leicht abfällt, am langen Eck vorbeiging, auch in der zweiten Halbzeit kamen sie nochmal nach vorne. Also bei allem, dass Schalke nur wirklich historisch schlecht ist, und das sieht man ja auch an den Punkten der Tabelle, wie eben schon erwähnt, du musst dir natürlich trotzdem Sorgen machen, ne? Weil irgendwie, ich kann das ja immer noch nicht begreifen, ich kann es wirklich nicht verstehen, wie man ja innerhalb kurzer Zeit von einem Champions-League-Aspiranten so abschmieren kann, dass man dann so absteigt, also dass man absteigt. Herrschaftszeiten, das ist schon vielen jetzt passiert, oder dass sie mal in die Nähe des Abstiegs kamen. Unter Klopp kam ja sogar mal Borussia Dortmund kurz in diese Nähe, aber wenn auch nur in der Hinrunde. Aber dass die Schalker so schlecht geworden sind, ich meine, ich habe die ganze zweite Halbzeit eigentlich gedacht, das Tor ist nur noch eine Frage der Zeit. Also der FC war ja nicht großartig, aber hat sich ja eine Torchance nach der anderen an in der zweiten Halbzeit herausgespielt. Das Tor muss irgendwann fallen, fiel ja auch dann, aber da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen, auf die ominöse Entscheidung. Und also es war eigentlich immer so, das Bittere war, dass es halt immer noch 0-0 steht. Dass selbst die Schalker, die ja durchaus den ein oder anderen guten Spieler in ihren Reihen haben, da kann natürlich mal ein Ball reingehen. Selbstverständlich, die Frankfurter können ein Lied drüber singen. Und die Sorge musstest du halt immer haben. Und je länger so ein Spiel dauert, umso nervöser wird man natürlich. Also ja. Das hat mir bei der ganzen Sache natürlich, ich habe eben schon mal im Vorgespräch gesagt, so ab der 60. Minute war es dann mit meiner Abgeklärtheit dann auch vorbei, ne, die ich vorher locker noch hatte. Dann wurde ich langsam nervös. Ja, absolut. Es war klar, je länger das Tor auf sich warten lassen würde, umso mehr würden da meine Nerven auch mit mir durchgehen. Ich glaube, da spreche ich wahrscheinlich vielen FC-Fans aus der Seele, dass wir uns alle ein frühes Tor gewünscht hätten und dann möglichst früh schon 2-3-0 irgendwie führen, was ja von den Chancen her ab der zweiten Halbzeit durchaus drin gewesen wäre. Ne? Also
Wie gesagt, allein Jonas Hector hätte einen Dreierpack machen können. Marius Wolf hatte zwei gute Chancen, die er eigentlich heute reinmachen müssen. Selbst der Anderson läuft einmal allein auf den Torwart zu und kriegt ihn dann nicht an Fährmann vorbei. Der übrigens Benno ein sehr gutes Spiel gemacht hat, der Fährmann. Benno Schmitz, ja. Wir müssen überhaupt mal Abbitte leisten bei Benno. Ne? Das war schon, gut, ein gutes Spiel. Ich habe mich zwar vorher wieder geärgert, dass der spielt und nicht Easy gegen Bastian Oczypka, weil ich denke, wenn Schalke Oczypka aufstellt, musst du Easy dagegen stellen mit Marius Wolf zusammen. Aber da hat mich Peter Funkel ja eines Besseren belehrt. Und Benno Schmitz, vorne wie hinten, ein sehr gutes Spiel. Und für mich einer der Top-3-Spieler an diesem Tag tatsächlich. Ja, also insofern, Benno, alles Negative, was wir jemals über dich gesagt haben, für dieses eine Spiel leisten wir hiermit ganz offiziell Abbitte bei dir. Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, also ich habe auch die Aufstellung gesehen und war vorher nämlich andersweitig beschäftigt, denn ich habe meine erste Impfung abgeholt und saß in dieser, bei uns kann man in so einem Drive-In das machen lassen, also im Auto sitzen und stand dann da und habe dann irgendwann mir so die Ausstellung angeguckt und habe dann in die berühmt-berüchtigte Selbsthilfe-WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, nur Benno Schmitz. Und dann kam von einem der Beteiligten, oh, auf deine wutentbrannte Mail haben wir schon gewartet. Und ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, er hat es wirklich richtig gut gemacht. Also da kann man, glaube ich, wenig bis gar nichts Negatives zu sagen. Nö, hat auch wirklich das gemacht, was ich ja sonst oft bei ihm kritisiere, hat er wirklich nach vorne hinterlaufen. Also auch angeboten für Doppelpässe mit Marius Wolf. So ist ja die Chance dann auch entstanden, die auf die Ralf gerade angespielt hat. Ja, und das ist ja, kannst ja gegen Schalke machen, ne? Auch mit Benno Schmitz, weil der ist jetzt nicht schnell wieder hinten, aber Schalke hat ja keine Ambitionen gehabt, da irgendwie ein Tor zu schießen in der ersten Halbzeit. Insofern kann man das schon mal bringen. Wir werden nachher schauen, ob wir das für Kiel auch für die beste Variante halten mit ihm, aber das ist dann später angesagt. Ich glaube, wir können uns jetzt mal dem großen Elefanten im Raum widmen. Nämlich der Moment, als meine Hundekamera kaputt gegangen ist vor lauter Gebrüll. Ich brauche jetzt also eine neue Hundekamera. Spenden bitte an. Nein, Quatsch. Ja, das war halt der Moment in der 70. als Sebastian Anderson das reguläre, 1-0 gemacht hat. Ja, und eigentlich, große Ekstase. Es war ja auch so ein Tor. Also nicht nur, dass ich, wie Ralf gerade schon sagte, das auch angedeutet hat, dass da jetzt was fallen würde. Es war ja auch so ein Tor, wo du, wenn du es normal siehst, in der normalen Geschwindigkeit, gar nicht auf die Idee kämst, dass da irgendjemand irgendwas zurückpfeifen könnte. Deswegen bei uns großer Jubel. Wir lagen uns, wir sind hier doppelt geimpft, wir dürfen das, in den Armen tatsächlich. Also der erste Körperkontakt mit fremden Menschen, die nicht in meinem Haushalt wohnen, seit, März 2020. Ja, und da haben wir gedacht, jetzt ist es geschafft, der Bock ist umgestoßen. Endlich haben wir es irgendwie geschafft, hier diese Abwehrmauer der Schalker zu knacken, uns mal zu belohnen. Und vor allen Dingen, war ja klar, dass es irgendwie nach einem Standard fallen müsste, so schwach wie Schalke eben nach Standards ist. Aber, tja, Rechnung wieder mal nicht ohne den VAR gemacht. Denn der VAR hat sich das mal angeschaut, hat den, ich weiß gar nicht, wie hieß der Schiedsrichter auf dem Feld? Ich weiß es leider gar nicht. Das kannst du mal eben recherchieren, Marco, wenn ich hier gerade weiterziehe. Warte, ja. Also, auf jeden Fall hat der Videoschiedsrichter zum Schiri gesagt, geh mal raus, gucke dir mal an. Du hast da einen Serious Missed Incident in der Mitte verpasst. Denn angeblich, also nicht angeblich, Sadi Özcan stand abseits, das ist, glaube ich, Fakt. Aber angeblich hat sein Eingreifen gegen Salif Sané von Schalke dafür gesorgt, dass dieser Sané nicht zum Ball kommen konnte oder nie eingreifen konnte. Und deswegen wurde es eine passiven Abseitsstellung, eine aktive Abseitsstellung. Und das war dann Grund genug für den VAR, den Schiedsrichter rauszuschicken. Schiedsrichter ja. Daniel Siebert. Und im Video Assistant war Benjamin Brandt eingeteilt. Ja, Dennis Aitekin hat übrigens Ingolstadt gegen 1860 gepfiffen, also ja, Prioritäten. Aber jetzt bin ich doch mal sehr gespannt auf eure Meinung. Was sagt ihr denn zu dieser ganzen Situation? Vermeintliches 1-0, Ekstase, VAR. Was sagt ihr zu diesem Gesamtkomplex? Ja, ich mach's ganz kurz. Das war, wenn du es den Regeln
hundertprozentig genau interpretierst, und das muss man wohl als Schiedsrichter, dann war es korrekt, das Tor abzupfeifen. Das würde ich jetzt, nachdem man mir das lang und breit erklärt hat, mit einem gewissen Zähneknirschen eingestehen. Aber ich halte es für absoluten Schwachsinn. Es wäre wahrscheinlich ansonsten auch nie abgepfiffen worden. Das war wahrscheinlich wieder dieses Thema letzter Spieltag. Es geht um Abstieg, es geht um alles oder nichts. Wir müssen jede Kleinigkeit genauestens überprüfen. Das wäre sonst nie abgepfiffen worden. Da bin ich hundertprozentig sicher. Das war in dem Fall, ja komm, nicht, dass nachher einer was sagt und wir müssen uns dann wieder irgendwie dafür gerade stehen und so. Da sagen wir lieber, das ist in regelgemäß, kann man das auch so verkaufen. So ist es wahrscheinlich unterbewusst oder bewusst gelaufen. Also ist jetzt ein bisschen Küchenpsychologie, die ich betreibe, aber weil, ich meine jetzt mal, wir haben ja alle mal sicher Fußball gespielt. Also das ist ja völliger Unsinn. Der Sané wäre doch im Leben da nicht rangekommen. Das ist das eine. Das andere ist, dass es so eine Blocksituation immer und immer wieder geben wird. Der hat den ja nicht umgenietet, der hat dem einfach im Weg gestanden. Er soll einfach den Platz freimachen, damit er durchlaufen kann oder was. Also so ein Unsinn. Also wie gesagt, es mag den Regeln entsprechen, aber ich halte es für absoluten Schwachsinn, so eine Regel überhaupt so auszulegen. Ja, also ich kann es immer noch nicht verstehen, weil dann musst du jede Ecke, jede verschissene Scheißecke, jeden verschissenen Scheißfreistoß zurückpfeifen und den in die andere Richtung geben. Da wird immer geblockt. Also nochmal, das ist doch ein durchaus körperbetonter Sport. Es ist jetzt nicht so, dass man sich nicht berühren darf. Und der tritt ihm nicht die Beine von hinten weg, der fault den nicht. Also für mich ist das... Problem war ja, dass er aktiv abseits war. Nicht, dass es irgendwie zu intensiv war oder so, ne? Er hat nicht auf Foul entschieden. Er hat auf Abseits entschieden. Ja, aber. Also, das ist für mich auch kein aktives Abseits. Warum ist das aktives Abseits? Weil Salif Sané rein theoretisch grundsätzlich überhaupt die Möglichkeit gehabt hätte, an diesen Ball zu kommen? Ja, genau. Hey, ja, aber. Das ist die Logik des Schiris. Das ist mir zu wenig. Das mag sein, dass das vielleicht fußballtechnisch so auslegbar ist, aber mir ist das einfach zu wenig. Ja, also erstmal finde ich vor allen Dingen, dass Sané für mich da in Salih Özcan reinläuft und der umklammert den schon, aber da kommen halt auch 100 Kilo auf 2 Meter verteilt auf dich zugerannt. Natürlich machst du mit den Händen da irgendwie was, um dich da so ein bisschen auch dagegen zur Wehr zu setzen, dass sich der Typ da einfach umrennt, der Sané. Und man muss halt auch sagen, wenn du die Regel halt so auslegst, ne, dann kannst du auch jetzt immer einfach deinen Gegenspieler umrennen, wenn der im Abseits steht und kriegst dann das Tor weggepfiffen. Weil du merkst halt genau, Sané will einfach fallen. Der will fallen, weil er denkt, wir sind scheiße nach Standards, ich will kein Tor nach Standard kassieren. Ich ziehe jetzt hier das Foul und hoffe, dass ich irgendwie auf Foul gesprochen kriege. Der hat ja auch nicht an Abseits oder so gedacht da in dem Moment, der Sané. Der hat nur gedacht, ich ziehe das Foul und hoffe, dass der Schiri dann das Foul eben für mich pfeift. Du hast ja aber gemerkt, die Schalker haben ja nicht mal richtig reklamiert. Ne? Also einer guckte mal so ein bisschen hilfesuchend raus zum Linienrichter, aber wahrscheinlich eher, weil sie hinten halt Anderson im Abseits gewähnt haben und nicht, weil sie Salih Özcan da irgendwie im Abseits gesehen haben. Und das ist ja immer schon so ein Indikator, wenn da schon kein Schalker so richtig rumjammert, dann kann das ja alles so schlimm auch nicht gewesen sein. Aber was mich da vor allem viel mehr stört, ist halt dieses, eigentlich das, was sie ja gerade nicht wollten. Das war noch mit ganz großem Tamtam am Anfang der Einführung des Videoschiedsrichters kommuniziert worden, dass sie gesagt haben, wir wollen nicht, dass der Videoreferee Sherlock Holmes spielen muss. Dass der also jetzt jeden Grashalm angucken muss, ob da irgendwo eine Stolle im Abseits ist oder sonst irgendwas. Und genau das wurde hier halt wieder getan. Also genau das wurde getan. Es ist vollkommen okay zu checken, ob der Torschütze im Abseits stand, ne? Also ob Anderson hinten im Abseits stand oder ob der sich vielleicht irgendwie aufgestützt hat oder einen weggecheckt hat, um zum Torschuss zu kommen. Da gehe ich mit. Da finde ich auch den VAR dann ein sinnvolles Instrument, wenn er so eingesetzt würde. Aber wenn du halt anfängst, bei jedem Scheißtor und gefühlt auch leider bei jedem unserer Scheißtore zu gucken, ob da nicht doch irgendwo eine Schulter am Ball gewesen sein kann, wie bei Hector gegen Freiburg, oder jetzt, ob da nicht der Block passierte, während Salih Özcan
Sohle im Abseits stand. Also hinten die Ferse war ja nur Abseits. War ja nicht mal, dass der selber im Abseits stand, sondern sogar der blockende Körperteil war nicht mal im Abseits, sondern nur hinten seine Fußferse. Er hat nicht mal einen Vorteil durch die Abseitsstellung sich irgendwie ergaunert, der Sully. Und dieser Zweikampf hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Ball, mit dem Spielgeschehen, mit sonst irgendwas zu tun. Und natürlich hat Sané auch Qualitäten, ja, aber der kann auch nicht 16 Meter in 0,3 Sekunden laufen und dann nach hinten rennen und den Ball dann irgendwie im Rücklaufen rausköpfen. Das passiert nicht. Das siehst du auch daran, dass die anderen Schalker ja auch nicht schnell genug bei Anderson waren. Der war ja da Mutterseelen allein. Der macht das auch noch gut, der Junge, ne? Der kriegt den Ball ja da gut rumgezogen um den Pfosten irgendwie. Das war gar nicht mal so einfach. Ja, und dann wirst du als Fan um deinen Moment der Ekstase gebracht dadurch. Er wird um sein Tor gebracht, was ja auch eine gute Leistung war. Der ganze Verein wird schlimmstenfalls um die Chance gebracht, in die Relegation zu kommen und noch irgendwie die Klasse zu halten. Leute werden entlassen, weil dieser VAR da irgendwie den Klugscheißer spielen muss, den Schlaubi-Schlumpf spielen muss und da halt jede Grasnarbe untersuchen muss, ob da irgendwo nicht doch was schiefgelaufen ist. Das kann doch nicht im Sinne des Fußballs sein. Ich habe da mit Alex Feuer hat auf Twitter drüber geschrieben, also dem Schiri von Colinas Erben, dem Experten, habe ihn gefragt, du Alex, findest du denn, dass das im Sinn der Regeln und im Geist des Fußballs ist? Er sagt, ja, finde ich, respektiere ich auch und der hat auch mehr Ahnung als ich. Also kann das schon durchaus auch stimmen. Es ist einfach nur meine subjektive und nicht von irgendwie von der Praxis des Schiedsrichterwesens beeinflusste Meinung, weil ich kein Schiedsrichter bin und noch nie einer war. Aber meine Meinung ist, das kann nicht im Sinne des Fußballs sein, dass du dieses Produkt nimmst. Und also ich glaube halt, der VAR soll eigentlich Feintuning sein, auf dem Papier. Aber so wie sie ihn nutzen, ist ja nicht Feintuning, sondern so eine riesengroße Hobel, der einfach alles glatt macht, alles platt macht und guckt, dass da ja keine Ecken, keine Kanten, keine minimalsten Unebenheiten sind. Und was du am Ende halt kriegst, ist dann nicht mehr ein handgefertigtes Einzelstück, sondern so ein scheiß IKEA-Schrank, wo in jedem Wohnzimmer Deutschlands genau alles gleich aussieht, weil du halt alles vom Fließband bestellst. Und genau das ist der VAR für mich. Und in der Form finde ich ihn komplett an der Realität vorbei. Ja, da braucht man nicht mehr viel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, du beschreibst das schon völlig richtig. Was für mich den VAR auch noch ausmacht, ist dieses, eigentlich ertappe ich mich ganz oft in Spielen, dass ich erstmal gar nicht jubel. Mhm. Jetzt hier bei dem Spiel habe ich das zweimal gehabt und selbst bei dem Tor von Bornau, bin ich, glaube ich, noch mal mehr eskaliert als bei dem Tor von Anderson. Und dann denkst du dir, ach scheiße, jetzt wird das bestimmt nicht mehr gegeben, weil, weiß ich nicht, Anderson oder in dem Fall dann war Bornau, weiß ich nicht, die eine Haarsträhne war 4 Millimeter bei dem Frame Nummer 3 weiter drüber. Also, ich finde, diese Emotionalität, die bei Toren ist, geht halt völlig weg. Und man muss jetzt sagen, jetzt sind wir noch nicht mal im Stadion. Und wenn du im Stadion bist, ist das ja noch mal schlimmer. Ja. Weißt du stehst da, alles explodiert in einem Heimspiel oder Auswärtsspiel um dich herum und dann guckt auf einmal alles und dann siehst du, wie dieses scheiß Zeichen da in die Luft markiert. Und dann kriegst du ja immer noch irgendwie so Dinger wie hier, weiß ich nicht, das Ding gegen Freiburg, wo du denkst so, ja, das lässt mich jetzt aber teilweise auch noch wütender zurück. Weil ja, also ich auch einfach, hätte ich auch gar nicht sehe verstanden. Auch einfach, ja. Genau, ich sehe einfach auch nicht, dass das tatsächlich den Fußball fairer gemacht hat. Also das war ja immer so auch das, was man uns irgendwie als Fans irgendwie erzählt hat. Ja, der Fußball wird dadurch fairer, weil dadurch hier so Handspiele wie Andrösen und irgendwelche wirklich obskuren Dinger, wie weiß ich nicht, hier dieses Tor von Leverkusen gegen Hoffenheim, das am Tor vorbeigegangen ist, nicht gewertet werden oder was auch immer. Aber rein theoretisch hast du einfach nur noch eine weitere Instanz dazwischen, die genauso schwankend entscheiden kann, weil du weißt einfach ja nicht, welcher Schiedsrichter ist dir da gerade im Keller zugeordnet und wie sieht der diese Szene? Weil ich glaube halt auch, dass da ja auch immer eine Spanne ist. Also jeder Schiedsrichter bewertet Situationen anders. Und das wird auch jeder Videoschiedsrichter anders
interpretieren. Klar, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler, das ist auch alles okay. Aber ich finde, das nimmt mir persönlich einfach wahnsinnig viel Emotionalität. Absolut. Also wenn ich allein bedenke, die angesprochenen Jubelszenarien, gerade, ich meine, wir stehen ja alle, die Fans, Spieler, sonst wer, Vereinsangehörige, unter extremen Druck. Und dann macht sich dieser Druck durch den Jubel ja frei, also du befreist dich ja regelrecht. Ne? So, und dann, ich meine, da spielt der Triple oder lässt die Stadionregie schon das Trömmelchen spielen und dann anschließend sagt der Triple das Tor auch noch schnell an. Ich hatte das Gefühl, der Michael hat das deswegen gemacht, damit der war gar nicht auf die Idee kommt, das nochmal zu prüfen, komm, ich gebe das jetzt schnell durch, ne? Versuche ein bisschen Druck auszuüben, aber es hat ja nichts genutzt. Sie haben es ja dann trotzdem überprüft und vor allen Dingen, ich habe die ganze Zeit auf dem Mittelkreis gewartet, dass sie diesen Anstoß ausführen, aber er hat das Spiel ja nicht freigegeben. Ja, und dann beim Bonotto dann auch. Also ich habe dann so ein, ich nenne das immer Vorjubel, das heißt, ich jubel erstmal so. Das ist bescheuert, ne? Also ich habe die Faust geballt und mal Yes gerufen oder sowas, ne? So, das war dann alles. Ich bin aber nicht eskalierend über den Boden gerutscht, wie ich das normalerweise gemacht hätte. Ne? Also in dem Fall, ich habe mir ja schon auf unserem Parkettboden schon die Knie aufgeschlagen, war es aber wert. Also bei solchen Jubeln, das ist einfach wunderbar und wunderschön. Und dann wird dir das genommen. Und das macht den Fußball wirklich kaputt. Und wir gewinnen teilweise durch den VAR etwas, wenn wirklich Mist passiert ist. Die eben schon beschriebene Andreasen, Andreasen, wie auch immer Geschichte. Wenn du solche Tore ausschließen kannst, ist das gut. Nur, du machst auch viel kaputt, indem du halt wirklich Tore, die normalerweise gegeben worden wären, auf einmal aberkennst, was im Prinzip völliger Schwachsinn ist. Nur weil man meint, diese Regel überzuinterpretieren und überauszulegen. Also das, was wir gewinnen, machen uns auf der anderen Seite wieder kaputt, finde ich. Deswegen kann man das Ding auch abschaffen. Ja, weil genau da wollte ich nämlich hinaus mit meiner Hundekamera-Analogie, weil tatsächlich hat die dann um 17.10 Uhr nicht ausgeschlagen. Ja, bitte. Da ist halt ungefähr das Siegtor von Bonau gefallen. Aber uns beiden war das so, dass wir waren nicht zu zweit, wie gesagt, ne? Und wir haben schon beide auch so ein Yes und Deckerfaust und so, aber danach sofort abwarten, ob es zählt. Ne? Erstmal warten. Und dann in der Wiederholung jede Instanz gecheckt. Ist der Abseits? Okay, nee. Thielmann ist nicht im Abseits. Okay, die Flanke. Hinten? Nee, der steht hinterm Ball, kann kein Abseits sein. Stützt er sich auf? Nee, der kann kein Gegenspieler. Wird Ralf Fährmann irgendwie behindert? Nee, auch nicht. Ist in der Mitte irgendwo ein Zweikampf? Nein. Ist die Eckfahne in der richtigen Position? Also das... Hier wird was geklaut. Hat der Schiedsrichter die Schuhe in sich zugebunden? Hat der, ja. Aber genau das ist das ja. Du guckst, ich meine, ganz ehrlich, ich meine, wenn das jetzt irgendwie so eine Abseitsstellung ist, die du sofort erkennst, aber du guckst ja dir wirklich jeden Fuß und Feuerstein an. Mhm. Also du guckst dir ja irgendwelche, ist hinten am Mittelkreis, hat der Schalker sich zu tief in der Nase gebohrt und hat der vielleicht Blut auf dem Trikot, dass man hätte das Spiel unterbrechen müssen oder was auch immer. Also da kommen ja teilweise die irgendwie nimmst du dir alles zur Brust und ja, ich finde das grausam. Also ich weiß nicht, also ich habe bei dem 2-0 sogar, also bei dem zweiten 1-0 sozusagen nochmal heftiger gejubelt. Ich hoffe auf Spenden, also ich muss hier einen Spendenaufruf machen, denn seit dem Tor von Sebastian Bornau ist unsere Couch leider in Mitleidenschaft gezogen worden. Denn ich war alleine zu Hause, meine Frau hat Reis ausgenommen mit den Kindern und dann habe ich im Übermut bin ich auf Richtung Fernseher gelaufen, habe den Fernseher abgeknutscht, der Fleck ist übrigens immer noch da, und bin dann vor lauter Freude auf das Sofa gesprungen, nur leider nicht mittig, sondern eher so auf einer Seite mit voller Wucht drauf. Und dann ist so der eine Fuß so ein bisschen, naja, es ist schon abgebrochen. Und dann war die Couch komplett schief und dann habe ich mich dann auf dem Boden, ich habe nachher im Prinzip mehr oder weniger auf dem Boden sitzend das Spiel verfolgt, die restlichen Minuten. Oder knien nachher und dann kam meine Frau nach Hause und sagte so, ja, was ist mit dem FC? Und dann sag ich, ja, gewonnen und Relegation. Und dann sag ich, ja, aber ich muss dir was sagen, das Sofa ist ein bisschen mit Leidenschaft genommen worden. Hat sie gesagt, ja, hast du wieder zu extrem gejubelt? Sag ich, ja, schön für dich, aber
so weißt, was du heute zu tun hast, heute Abend kannst du erstmal, wenn die Kinder im Bett sind, erstmal das Sofa reparieren. Was ich natürlich gemacht habe. Aber es ist nicht mehr so richtig, nicht mehr so richtig gut wie vorher. Also ich merke schon ein bisschen mehr Instabilität. Ich bewundere dich, dass du diesen ekstatischen Jubel dann nach dem VAR-Abfuck in dir hattest tatsächlich. Ja. Wie gesagt, wir hier nicht. Also die Kamera hat nicht ausgeschlagen. Also allein, dass wir jetzt hier in diesem Podcast nach einem Sieg, der für uns enorm wichtig ist, jetzt schon seit gefühlt 20 Minuten über den VAR reden und nicht über die Leistung am Platz, sagt ja auch wieder eine Menge aus, ne? Über diese gesamte Prioritätenverschiebung da im Fußball. Ja, und ich war ja wirklich lange doch eher moderat hier, was den VAR angeht, muss ich schon sagen. Aber jetzt inzwischen hat er mich so verloren. Und ja, wenn wir schon bei dem Thema sind, kann ich auch mal eine Frage stellen, die mich jetzt schon länger beschäftigt. Glaubt ihr, dass wir einen Standortnachteil haben, weil das Ding Kölner Keller heißt? Dass sie deswegen beim FC besonders genau hingucken nach dem Motto, dass uns da ja keiner Parteilichkeit vorwerfen kann? Ja. Sofort, ach, das ist ein altes Thema bei mir. Also mein Vater sagt mir das immer, jedes Mal. Ne? Und ich stütze diese These. Und zwar ist das im Unterbewusstsein in dieser Stadt. Es wird niemals sagen, also wegen der 1. FC Köln und Kölner Keller, also das würde nie eine direkte Verbindung hergestellt werden. Aber weil das Ding eben nun mal in Köln steht, ne, wird man halt niemals, ja ganz, wie soll ich sagen, man kann nicht verneinen, dass ein Schiedsrichter vielleicht im Unterbewusstsein denkt, ich kann doch jetzt nicht für den 1. FC Köln pfeifen oder die Kölner, in dem Fall der VAR selbst, also die Videoschiedsrichter, ich kann doch hier nicht pro FC argumentieren, nach dem Motto, das könnte mir ja ausgelegt werden, als wäre ich parteiisch, weil wir ja hier aus Köln senden. Das klingt jetzt ein bisschen arg nach Verschwörungstheorie, aber ich rede ja vom Unterbewusstsein. Jeder Mensch hat eines und ja, ich weiß nicht, das ist ungefähr so wie früher mit den Vätern als Trainer. Die haben ja am härtesten ihre eigenen Söhne rangenommen. Ich weiß, wovon ich rede. Mein Vater war auch mal mein Trainer. Und ich musste immer extra Runden laufen. Ne? Also das ist immer so, dass derjenige, wo man meint, da würde eine Bevorzugung, könnte man glauben, dass eine stattfindet, dass derjenige, eben diese Bevorzugung bekommt. Und das ist so ein bisschen das, was ich vielleicht damit oder was ich damit ausdrücken will. Niemand will den 1. FC Köln, glaube ich, wirklich schaden. Aber es will auch niemand sich nachsagen lassen, man würde pro Köln agieren, weil man halt in Köln sitzt. Okay, jetzt bin ich fertig. Jetzt kann der Robert-Hennis sagen, ob ich Schwachsinn rede. Boah, ich ehrlicherweise würde ich gerne mal eine Liste haben, wie viele Aktionen der Videoassistent pro oder kontra pfeift. Ich könnte es nicht sagen. Ich weiß nicht, wie viele Tore wir aberkannt bekommen haben. Also es wäre ja mal interessant zu wissen, also wenn das einer hat, kann er uns das gerne zukommen lassen, wie viele Entscheidungen in diesem Jahr für den 1. FC Köln als Videoassistent-Geschichten gepfiffen worden sind. Wie viele davon pro FC und kontra FC und wie viele davon strittig sind. Weil ich kann es nicht sagen. Ich kann es auch nicht sagen, ob das mehr oder weniger als bei anderen Vereinen ist. Weil ich ehrlicherweise sind mir die anderen Vereine, wenn da Mainz gegen Wolfsburg spielt, das ist mir so fucking egal, ob der Videoassistent da 7-mal eingreift, weil ich gucke diese Spiele nicht. Ich glaube halt einfach, dass meine persönliche, also ich glaube auch, dass wir tendenziell eher benachteilt werden, aber ob das tatsächlich so ist, keine Ahnung, das ist wirklich nur mein Empfinden, aber ob das tatsächlich richtig ist, weiß ich sogar gar nicht. Also darf ich kurz dazwischen? Ja, es gibt die wahre Tabelle und wahretabelle.de weist den FC mit 6 Punkten zu viel aus, also sprich, wir sind zu oft bevorteilt worden. Ja, auch normale Schiri-Entscheidungen drin, nicht nur Video-Assistant-Entscheidungen. Richtig, das ist jetzt keine VAR-Statistik, sondern es geht im Prinzip um alles, also alles, das Gesamtheitliche. Ich meine, man muss natürlich auch diese wahre Tabelle schon mal hinterfragen, jedenfalls dann, wenn sie für uns negativ ist. Aber in dem Fall ist es tatsächlich scheinbar so, dass wir normalerweise 6 Punkte weniger hätten haben müssen. Und Mainz wäre demnach übrigens 16.
würde jetzt Relegation spielen. Bremen wäre 15. Schalke wäre immer noch letzter, hätte aber 4 Punkte mehr. Das mit Mainz finde ich aber interessant. Da müssen die ja richtig viele Punkte verloren haben. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht im Einzelnen wie. Ich habe das nur gerade nochmal aufgeschlagen. Mhm. Aber das ist halt so das, was ich dir sagen kann. Also es wird da wahrscheinlich noch eine genauere Auswertung geben. Aber das ist der Tabellenstand, der mir gerade vorliegt. Unter wahretabelle.de könnt ihr das nachschauen. Ja, genau, kennen wir natürlich. Ja, aber ich denke allein an die Szenen, wo dann irgendwie so ein Pseudo-Handspiel da im Strafraum erfolgt. Schiri rennt raus, guckt sich das an. Jeder sagt, naja, es ist nix. Und der sagt dann, ja, Strafelfmeter gegen Köln. Das ist da ja nicht drin in dieser Tabelle. Ne? Das sind ja diese Kann-, aber Muss-Nicht-Entscheidungen, die aber auch nur fällt, weil sich das in der Zeitlupe 10-mal anguckt. Das wird ja in der wahren Tabelle gar nicht abgebildet, solche Situationen. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Da müssen wir mal hier, es gibt ja den Account VAR Watch, den können wir mal antwittern, ob der da irgendwelche Informationen für uns hat. Genau. Ja, aber ich finde, wir sollten das Thema jetzt aber auch sein lassen. Oder? Ja, ja. Wir haben ja, so viel Sportliches zu besprechen. Ja. Lass doch den VAR da sich in die Hose scheißen. Hauptsache, der pfeift jetzt mal 2 Spiele lang gar nichts jetzt gegen Kiel. Ja, also wenn es zu unseren Gunsten ist, nehme ich den VAR gerne. Ja, der soll sich löschen. Ne? Ist mir egal inzwischen. Nee, aber wir gucken jetzt mal zurück auf Sportliche. Ich finde, es hat die Mannschaft auch verdient, dass wir jetzt vor allem auch mal ein paar Einzelpersonen aus dieser Mannschaft eingehen, die sich da wirklich hervorgetan haben. Und ich will es dir einfach mal wirklich auch gesagt haben und nicht in diesem ganzen VAR-Bashing untergehen lassen. Was für eine unfassbare Legende ist Jonas Hector. Ja. Nicht nur nach dem Spiel, die letzten 5, 6 Spiele nach seiner Rückkehr. Was für eine Leistung. Ich ziehe da alle Hüte, die ich habe. Ich finde die Leistung größer, als dass Lewandowski 42 Tore schießt bei den Bayern oder 41. Was Hector für so einen, sagen wir mal, sehr bescheidenen Verein wie den FC leistet, das ist unfassbar. Ich habe heute noch ganz kurz das Rasenfunk-Segment über Köln gehört. Da ist Martin Rahfeld von Spielverlagerung.de zu Gast. Liebe Grüße. Und ich finde, der hat einen total passenden Vergleich gezogen. Jonas Hector ist wie der Typ, der in deiner Freizeit-Kicker-Mannschaft spielt, aber der schon mal Landesliga gespielt hat. Der dann so im Alleingang da alles regelt, wo du weißt, gibt ihm den Ball und der macht das dann. Ne? Der war ja alles. Der war ja Sechser, der war Achter, der war Zehner, der war Stoßstürmer. Der hätte alleine, wie gesagt, schon einen Hattrick schnüren können. Ich hätte es ihm auch so gegönnt, dass er dann das 2-0 noch macht, da in der 89. wenn das war, als er alleine auf den Fährmann zuläuft. 92. glaube ich. Ja, 92. genau. Wo er den Ball leider auf dem falschen Fuß hatte, um da abzuschließen und dann auch so versucht hat, ihn irgendwie rumzulegen. Das hätte ich ihm so gegönnt, sich diese Leistung selber zu krönen. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass alle reden ja immer von Yuya Osako 2017, ne? Scheiß auf Osako, das Tor war eigentlich egal. Hector hat das erste gemacht. Ne? Mhm. Hector hat uns nach Europa geschossen, nicht Julia. Julia hat es nur finalisiert. Also was eine Legende, der Typ. Ja, absolut. Ja, absolut. Also ich finde auch, also es gibt ja durchaus auch öfter mal Stimmen, die sagen, ist Hector der richtige Kapitän? Ich finde genau in die, also ja, er ist nicht der Lautsprecher, wird er auch wahrscheinlich nie werden. Also so außendarstellungstechnisch, aber ich finde, Jonas Hector ist einfach ein Wahnsinnssportler und wie gesagt, ich habe die leise Hoffnung, dass nach dieser Saison, egal wie sie ausgeht, es für ihn beim 1. FC Köln weitergeht, weil wer das Geißbock-Echo gelesen hat zu diesem Spieltag, da steht drin, dass Hector ja jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Spiele das waren, auf jeden Fall glaube ich, jetzt auf Nummer 7 oder 8 der meisten FC-Spiele ist und oder relativ hoch irgendwie. Und gesagt, da sollen ja noch ein paar folgen. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass Jonas Hector sagt, so nach der Saison, das war's für mich, ich beende meine Karriere. Also ich habe die leise Hoffnung, dass es für ihn mit ihm noch weitergeht, weil das ist halt ein unfassbar wichtiger Spieler für diesen Verein. Also wenn ich alleine jetzt bedenke, dass wir jetzt noch eine Chance haben, in der Liga zu bleiben. Ja. Und auch wenn wir später in der Liga bleiben, dann können wir das hauptsächlich Jonas Hector verdanken. Ja. Man denke nur an diese Wahnsinnsleistung gegen Leipzig, wo er auch noch die 2 Tore macht. Also gegen Leipzig. Ne? Also wir haben ja wirklich nur, wie viele Heimspiele haben wir gewonnen? Jetzt mit Schalke 3. Davon war 1 gegen Leipzig und das andere gegen Bielefeld. Also und gegen Leipzig.
da hat ja schon keiner mehr mit gerechnet. Da hat man sicher auch ein bisschen Glück, aber der Jonas war da überall. Und jetzt kommen wir zur Leistung gestern. Ich habe heute einen sehr, sehr schönen Vergleich in einem Forum gelesen. Ihn hätte diese Leistung an Bastian Schweinsteigers Leistung im WM-Finale erinnert. Ja. Also das war auch, das hat, finde ich, sehr, sehr gut getroffen. Das kann man wirklich vergleichen, weil er war überall auf dem Platz zu finden. Überall. Im Prinzip, wenn es brenzlig wurde, wer war dabei? Jonas. Wenn es irgendwie vorne für uns gefährlich wurde, wer war dabei? Jonas. Wer hat seine Füße im Spiel gehabt? Immer der Jonas. Und in allen Situationen immer Herr der Lage. Die einzige Situation, die gerade schon angesprochen wurde, das Tor hätte natürlich machen müssen, ist zum Glück nachher nicht mehr entscheidend gewesen. Aber das war eine solche Top-Leistung und das unterstreicht das, was er in den letzten Wochen letzten Endes dann auch schon für uns geleistet hat. Und man sieht, wie sehr er uns in Berlin gefehlt hat. In Berlin waren wir praktisch führungslos. Ich kann nur hoffen, dass die Verletzung, die er hatte, nicht gestern nochmal aufgebrochen ist. Wir kennen das, die Schmerzen kommen meistens nach dem Spiel. Und dass er auf jeden Fall dann in den entscheidenden Spielen zur Verfügung steht. Ich habe jetzt nichts gehört oder so, aber man macht sich ja schon seine Sorgen, weil wir sind schon in gewisser Weise gerade in der jetzigen Verfassung von Jonas ja fast schon abhängig. Ja, definitiv. Wir haben gesehen, wir konnten Skiri ersetzen, relativ problemlos. Der hat also nicht so doll gefehlt. Hector hätte uns komplett gefehlt. Also alleine, wer hat den Freistoß vor dem falschen 1-0 geschossen? Jonas Hector. Ja. Wer hat den Ball nach dem, also vor dem echten 1-0 auf Jan Thielmann rausgesteckt? Jonas Hector. Ne? Da sieht man schon, wie unfassbar wichtig der für uns ist. Also mit dem Spiel, wenn es zum Klassenerhalt erreicht, aber selbst wenn nicht, hat er sich auf jeden Fall sein Denkmal vorm Geisbockheim verdient. Ich hoffe, er hat es noch in sich, noch zweimal jetzt so eine Leistung rauszuhauen gegen Holstein Kiel. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man das immer schafft, sich da so reinzuhängen. Also auch Schweinsteiger konnte ja musste ja nach dem WM-Finale nicht nochmal zwei WM-Finales hinterher spielen. Hector jetzt halt schon. Ne? Das ist, also ich hoffe für ihn, dass er das zumindest im Rückspiel hinkriegt, wenn es im Hinspiel vielleicht moderater ausfallen sollte. Aber das ist ja auch so ein Profi und das ist ja auch so ein klarer, geerdeter Typ. Ich habe da einfach auch null Zweifel, dass er das nochmal schafft, dass er entsprechend die nötige Fitness hat, die nötige Vorbereitung auf das Spiel macht, sich richtig regeneriert und da jetzt nicht die große Feier-Max-Party irgendwo auf dem Ring macht oder sowas. Also jetzt nicht den Max Kruse macht quasi. Ja, doch, da habe ich eigentlich wenig Zweifel. Ja, Sebastian Bornau können wir auch noch lobend erwähnen, ne? Was der hinten rausgeköpft hat und natürlich halt vorne dieses Siegtor zu machen. Geil. Ich bin sogar rückblickend froh, dass er das Trikot angelassen hat. Es sah ja kurz aus, dass er das Wappen geküsst hat, dass er das Trikot so ausziehen würde. Das wäre nämlich dann seine Gelb-Rot-Sperre gewesen, tatsächlich. Ja, ja. Das habe ich jetzt in der Situation nicht gedacht, aber hinterher. Ich habe überlegt, ob er es macht und habe dann gedacht, so, Bob, Junge, wenn du das jetzt machst, ne, dann schmeiße ich ernsthaft, dann hätte ich mit ihm mein Handy in den Fernseher noch geschmissen, soll auf lauter Frust. Aber ja, ja. Könnt ihr euch noch erinnern an Kevin Kurani, der mal das Trikot ausgezogen hat? Ja. Das war dann seine fünfte Gelbe und er war im Derby gegen Dortmund gesperrt, weil er es gar nicht gecheckt hat, dass er vier gelbe Karten hatte. Ja, nee, aber das ist ja ein kluger Typ, der Bornau. Der ist ja nicht so der, also jetzt mal vorsichtig gesagt, nicht der Kevin Kurani, sondern der schon einer, der auch mit Jonas Hector auf Augenhöhe diskutieren könnte. Spricht auch sehr gut Deutsch im Interview hinterher bei Sky, ne? Da war ich auch sehr überrascht, weil er sonst meistens auf Englisch sich unterhält. Nee, also geiler Typ. Auch. Ja. Ich hoffe, der bleibt. Das wäre so geil, wenn der bleiben würde. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es, wenn es zum Klassen, also wenn wir tatsächlich die Klasse halten, also wenn wir nicht die Klasse halten, dann glaube ich, brauchen wir uns da gar keine Illusionen machen, dann ist der weg. Und ich glaube, oder könnte mir vorstellen, dass er trotzdem bleibt, weil die Saison jetzt auch nicht so die überragende, also ich fand die letzte Saison von ihm deutlich stärker. Naja, war ja auch lange jetzt ausgefallen. Lange verletzt, ja. Genau. War ja auch also, eine Sache, die nicht ganz so lustig war. Ne? Also dafür ist er stark zurückgekommen, ja. Aber ohne jetzt hier mir ein Krönchen aufsetzen zu wollen, ich hatte so ein bisschen ein Gefühl, dass er das entscheidend macht. Du hast das geschrieben, genau. Ja, das war natürlich Glück, klar, ohne Zweifel. Es wäre ja auch normalerweise andersrum gewesen. Aber ich hatte es allein deswegen, eben weil er noch kein Tor gemacht hatte, weil ich mir gedacht habe, wenn es nachher eng wird, wird es nachher nur eins geben, hohe Flanken nach vorne. Wer steht? Bornau.
Deswegen dachte ich, Mensch, es gibt ja keinen besseren Zeitpunkt fürs erste Saisontor als in diesem Spiel. Und von daher hatte ich so ein bisschen meine Hoffnung auf ihn gesetzt und er hat mich Gott sei Dank nicht enttäuscht. Ach, ich hätte ihn so abknutschen können in dem Moment. Ja. So herrlich. Und ja, also und es war auch eine Top-Leistung. Also wie gerade schon gesagt, er hat auch in den letzten Wochen schon gut gespielt und die Form geht eindeutig wieder nach oben und wir erleben wieder den Bornau, den wir von vor seiner Verletzung kannten. Und jetzt auch zum Glück auch wieder torgefährlich, weil ich glaube, in der letzten Saison hat er 6 Tore gemacht. Bisher noch gar keins, das war schon sehr ungewöhnlich, aber wie gesagt, da war halt auch einiges dazwischen. Und ja, da hat er einfach richtig gestanden. Er hat ja auch schon in den Minuten vorher im Prinzip nur noch im Strafraum gestanden und gehofft, dass da was für ihn abfällt. Und ja, dann hat er, der Jan Thielmann hat es auch gut gemacht und ja, und dann ist es Gott sei Dank gut gegangen. Also wie gesagt, es war ein reiner Stress. Ich war fix und alle nach dem Spiel. Ich habe wirklich gedacht, ich hätte selber gespielt. So kam mir das vor. Und Bornau hat uns alle gerettet. Vorerst noch ist ja nichts gewonnen. Genau, hat uns quasi die Chance gegeben, zum Nachsitzen zu erscheinen und die Klassenarbeit nochmal nachschreiben zu dürfen. Aber muss ich aber auch sagen, ich war kletschnass geschwitzt. Mein Deo hat versagt sozusagen. Hier der P-Rock, den ich geschaut habe, der hatte nachher wirklich Muskelkrämpfe vom lauter Anspannen und also wir hatten so ein Wutlama. Das ist so ein Kautschuk-Lama, dass man so kneten kann, wenn man Anspannung hat. Wisst ihr, was ich meine? Ja, so ein Ding, was nicht kaputt geht. So ein Wutball quasi, aber in Lama-Form. Und der hat das halt so mal sortiert, dass er nachher wirklich Muskelkrämpfe hatte von diesem Lama-Quetschen da. Ja, also das hat uns alle mitgenommen, dieses Spiel. Das war intensiv. Zum Glück auch mit Happy End für uns, jetzt für dieses Spiel zumindest. Ja, eigentlich ein perfekter Tag. Meine Kamera noch einmal dann hinterher ausgeschlagen. Nämlich, als wir versucht haben, den Ball, den Ralf Fährmann auf unser Tor köpft, rauszubrüllen aus dem Tor. Da haben wir ja alle schon, also wir hier auf meinem Sofa zumindest, ihr weiß ich nicht, haben wir ja alle schon so den Alisson-Becker-Moment vor Augen gehabt. Ne? Torwart geht mit nach vorne. Warum auch immer? Warum geht der Torwart von Schalke bitte in der 94. Minute mit nach vorne? Ist doch scheißegal, ob er 1-1 spielt oder 1-0. Aber nee, Ralf Fährmann hat sich gedacht, ich bin 2 Meter, ich mach das jetzt mal. Und dann kriegt er noch den Ball. Und der wäre vielleicht sogar reingegangen, wenn er nicht noch geblockt worden wäre. Wäre, glaube ich, sogar Ecke gewesen für uns, aber hat der Schiri auch nicht gesehen. Also Ecke für Schalke gewesen, aber hat der Schiri auch nicht gesehen. Da war mein Puls aber kurzzeitig nochmal auf 180 tatsächlich bei der Szene. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also diese letzten Minuten da auf den Knien, die waren jetzt auch nicht die angenehmsten. Ne? Also ich meine, wir alle wissen ja, wie der FC es doch dann noch schafft, einem eine lange Nase zu zeigen. Und ich habe eigentlich minütlich damit gerechnet, dass irgend so ein langes Ding kommt, irgend sich einer in der Defensive verschätzt und, weiß ich nicht, irgend so ein Schalker da irgendwie frei auf Timo Horn zuläuft und Timo Horn wieder den abknickenden Pfahl macht. Telemark. Genau, und ich dann wahrscheinlich einfach nur in mich zusammengesagt wäre, aber toi 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 ist es Gott sei Dank nicht so passiert. Wie gesagt, ich fand auch, dass wir nachher defensiv gut standen in dieser Phase. Also ich meine, jetzt erklärt mir bitte, wieso man da Marco Höger bringen muss. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ist das so, ja, wir geben Marco Höger im letzten Heimspiel der regulären Saison seinen Abschied? Naja, du musst ja irgendwas Defensives bringen. Und da war ja sonst nichts mehr auf der Bank. Kannst halt Mire da hinstellen, aber sonst. Ex-Bescheid war nicht spielfähig. Wen willst du da bringen? Ich glaube, das war auch aus der Situation geschuldet. Er wollte ja eigentlich Tolo bringen, Arokodare. Und dann macht ja Bornau dieses Tor. Und Tolo musste sich ja wieder hinsetzen. Sah auch nicht glücklich dabei aus. Und stattdessen hat er dann den defensiven Mann gebracht. In dem Moment fand ich es jetzt nicht völlig verkehrt, weil man kann ja Marco Höger alles vorwerfen, aber er ist sehr erfahren und er war auch, glaube ich, nicht in dem Moment für irgendwelche Sprintsituationen eingeteilt, sondern einfach dafür, seine Erfahrenheit da mit reinzubringen und Bälle rauszuschlagen, zu verschleppen. Das kann er ja ganz gut, das Tempo hat er dafür. Und das war wohl seine Aufgabe und ich denke, für die 3, 4, 5 Minuten, die es dann noch waren, konnte man das riskieren. Ja, okay. Also ja, ich hätte sonst auch keinen Höger-Freund. Also ich hätte ehrlicherweise eher Meret gebracht.
Also ich... Ja, hätte auch machen können. Also vor allem nochmal, Marco Höger ist genauso groß wie Jorge Meret. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, die sind beide 1,82. Also sind beides jetzt keine Kopfballungeheuer, die da hinten was rausköpfen können. Aber ich finde jetzt nicht, dass Meret jetzt dafür bekannt ist, den Ball nicht behandeln zu können. Und dann sagst du dem Meret, pass auf, du spielst jetzt einfach mal sechs. Also nochmal, das ist ja jetzt auch kein unfassbarer Dulli, wenn du dem sagst, du musst jetzt auf die sechs und hämmer da alles raus, was dir vor der Flinte läuft. Ob der das jetzt schlechter, also Marco Höger hat es jetzt nicht schlecht gemacht, aber das hätte man auch machen können. Also ich habe schon wieder gedacht, oh nein, bitte nicht. Ja, ich glaube halt, du denkst in der Situation, dass du eher den Spieler bringst, der da doch nochmal was beweisen will für seinen FC, als den, wo du halt weißt, dass der jetzt seit Winter quasi weg möchte und nur die Freigabe, also nur keinen neuen Verein gefunden hat. Ja, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Ja, aber es ist ja gut gegangen. Aber ich habe kurzzeitig leichte Schnappatmung bekommen. Ich hatte kurz Sorge, er würde ihn als Rechtsverteidiger bringen, weil ja Benno Schmitz dann auch angeschlagen war. Das hat ja Markus Gisdol mal gegen Hoffenheim versucht im ersten Spieltag. Das war eine ganz hervorragende EG gegen Kramaric. Ja, super. Ja, kann mich auch noch da erinnern. Ja, nee, aber zum Glück war das ja nicht der Plan. Ja, puh. Haken an das Spiel oder wollt ihr noch irgendwas zu diesem Schalke-Spiel sagen? Ja, nee. Nee, ich glaube, da können wir einen Haken dran machen. Ja. Was ich auch sagen muss, ich habe das hier schon ein paar Mal gesagt, ich tue mich in dieser ganzen Corona-Zeit sehr schwer, noch große Emotionen zu entwickeln für den Fußball. Also wenn man zu Hause sitzt und das am Fernseher guckt. Die allermeisten Spiele, gerade wenn sie ohne Beteiligung des FCs stattfinden, sind mir zu egal, als dass ich da irgendwas fühlen würde. Es ist mir scheißegal, ob Chelsea oder irgendein anderer Scheichverein da die Champions League gewinnt. Das ist mir komplett wurscht. Ich habe auch keine Aktien in Thomas Tuchel oder Kai Havertz oder wie die alle heißen da bei Chelsea. Oder in Ilkay Gündogan oder sowas. Aber an diesem letzten Spieltag gab es jenseits des Köln-Spieles drei Situationen, in denen ich zumindest was gefühlt habe. Soll ich euch da mal mitnehmen auf meine emotionale Reise sozusagen? Ja, nimm mal mit. Das erste, bin ich gespannt. Das erste ist so ein bisschen unpopular. Da werde ich hier eine Minderheitenmeinung vertreten, zumindest bei dir, Marco. Das erste war diese totale, absolute Stille nach dem Abpfiff Werder Bremen gegen Mönchengladbach. Da war es wirklich, das haben die nachher bei Sky gezeigt, das habe ich nicht live gesehen, aber hinterher dann. Da war es wirklich mucksmäuschenstill in der Sekunde, wo Bremen abgestiegen war. Auch Gladbach hat nichts gesagt, hat sich nicht abgeklatscht für den Sieg oder irgendwie irgendwas gemacht. Die waren einfach mucksmäuschenstill und es war wirklich wie so eine Friedhofsstille. Und das hat mich schon, ja, jetzt natürlich nicht positiv, sondern hat mich einfach irgendwie schon betroffen gemacht, weil ich auch zu den Leuten gehöre, die Bremen nicht scheiße finden. Ich weiß, es ist gerade sehr populär, dass man Bremen doof findet in so einer gewissen Bubble und dass man denen irgendwie so Mimimi-Haftigkeit unterstellt und so. Ich mag Bremen. Ich bin in der Zeit fußballerisch sozialisiert worden, wo die mit ihrem 442 und João Miku und wie die alle hießen, da die ganze Bundesliga gerockt haben und sogar in Europa irgendwie, ich glaube, im Finale oder Halbfinale waren. Finale. Özil dann später, genau. Gegen irgendeinen osteuropäischen Verein. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Oder was, ein Holländer? Ich weiß, egal. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall bin ich in dieser Phase eben mit dem Fußball, da habe ich in den Fußball verliebt. Und da war Bremen damals einfach eine geile Offensivmannschaft. Die hatten da halt Ailton, die hatten da Pizarro, die hatten Mladen Krstajic und so weiter hinten drin. Das war gut und ich möchte nicht, dass die absteigen. Ich habe auch viele Freunde, komischerweise, obwohl die gar nicht norddeutsch sind, die aber trotzdem es mit Bremen halten. Und deswegen tut es mir für die auch ein bisschen leid. Ja, und diese Stille da am Ende, diese Grabesstille, die hat mich dann doch tatsächlich mitgenommen. Ich vermute, dass du, Marco, da ein bisschen anders drauf blicken wirst. Weiß ich nicht. Nee, also Bremen ist mir jetzt nicht egal. Also ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn Augsburg abgestiegen wäre, hättest du jetzt wahrscheinlich ja Jubelarien von mir gehört oder Mainz oder Wolfsburg oder irgend so ein nichtssagender Kackclub. Also ich stimme dir zu, Bremen ist für mich interessanter als diese, ich sag mal, vorgenannten Teams. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde Bremen auch irgendwie, ja, also vielleicht liegt das auch einfach an dem Ex-Trainer, an Kohfeldt. Ich fand Kohfeldt einfach nachher nur noch super nervig. Und so, ich sag mal, Nagelsmann in fußballerisch auch noch nicht erfolgreich.
Also der hat ja auch zu jedem seinen Senf dazugegeben und so lustig in die Kamera gegrinst. Und ich denke so, Junge, ihr steigt ab. Und wenn ich dann den Baumann teilweise noch höre, der dann irgendwie noch nach dem Spiel irgendwie erzählt, ja, um Corona und bliblablabla. Ja, also sorry, tut mir leid. Also ihr habt jetzt in den letzten 10 Spielen irgendwie, glaube ich, 2 Punkte geholt. Jetzt, das hat jetzt nichts mit Corona zu tun oder ihr wart auch nicht in Quarantäne oder sonst was. Also, wie gesagt, ich habe aus der Seite meiner Frau Verwandtschaft in Bremen wohnen. Deshalb weiß ich auch, dass Bremen wahnsinnig auch irgendwie mit Werder Bremen leidet, natürlich jetzt aktuell. Aber ja, ich sag mal so, die haben letzte Saison schon massiv Glück gehabt, dass wir am letzten Spieltag gefühlt alle 7,9 Promille hatten. Und hatten es da eigentlich schon verdient abzusteigen, haben es dann irgendwie doch noch gerettet und ob die es jetzt zu Recht erwischt hat oder nicht, das weiß ich nicht, aber wenn du am Ende der Saison auf Platz 17 bist und absteigst, dann ist da irgendwo was Wahres dran, dass du zu Recht absteigst. Ja, also ich habe, Bremen ist eigentlich erst in den letzten Jahren so unsympathisch geworden. Eigentlich waren die vorher so ein Verein so für jedermann. Also wenn du jetzt nicht gerade einen Verein in deiner Region hast, es gibt ja auch Regionen, die gar keine Bundesliga-Vereine haben, die haben sich dann gerne mal die Bremer ausgesucht, weil die ja auch lange Zeit die Bayern geärgert haben, weil die so ein ja, durchaus sympathisches Auftreten haben. Aber seit Kohfeldt, und da hat sich das geändert. Kohfeldt bringt halt eine spezielle Eigenart mit. Das merkt man ja auch, wenn man gerade jetzt in den Corona-Zeiten, hat man ja noch deutlicher gehört, wie, ja, ich sage es jetzt mal, wie assi die sich teilweise verhalten da unten auf der im Trainerbereich, in der Coaching-Zone und so weiter. Und das wird hauptsächlich von Kohfeldt ist das angeführt worden. Das hat den Verein natürlich irgendwie auch ein bisschen geprägt. Was waren zwar jetzt nur 3 Jahre oder nur da ist diese ein bisschen diese Unbeliebtheit entstanden. Von daher werden sich sicher die ein oder anderen jetzt freuen. Ich komme aber jetzt nochmal auf das zurück, was du eben gesagt hast, nämlich diese Geschichte mit dieser Stille. Als ich das gehört habe, mein Gott, die Stille kann ja manchmal furchtbar laut sein. Und ich habe das Spiel natürlich logischerweise nicht gesehen, aber so ähnlich muss es 1950 gewesen sein, allerdings mit Zuschauern im verkappten Endspiel der WM 1950. Ach, deswegen verkapptes Endspiel, weil es damals noch Gruppen gab und der erste gegen den zweiten sozusagen ein verkapptes Endspiel spielt und letzter Spieltag der Gruppe Uruguay gegen Brasilien. Brasilien hat das Spiel natürlich schon im Geiste gewonnen. Denen reichte auch ein Unentschieden. Und dann passiert das Unglaubliche. Im Stande von 1-1 geht Uruguay hin und schießt durch Gigi das 2-1. Und dann kam es zu dieser sogenannten Explosion der Stille. Also da war nichts mehr. Da hast du nichts mehr gehört. Kein Laut, kein Mucks im Stadion. Die konnten nicht begreifen, dass als haushoher Favorit, dass sie dieses Ding verloren haben. Es war ja auch in Brasilien, im Maracanã-Stadion, Maracanazo. Und deswegen, Explosion der Stille, das hat mich in dem Moment, hatte ich sofort daran gedacht. Nur in dem Fall war ja wirklich kein Publikum da. Aber auch ansonsten hast du ja nichts gehört. Also keine Trainer, kein Abklatschen, wie du eben sagtest. Also das war schon ein sehr, sehr bedeutender Moment. Von daher verstehe ich das schon. Und wie gesagt, lange Zeit war Bremen durchaus so ein Sympathieträger. In den letzten Jahren nicht mehr ganz so, habe ich eben erklärt, warum ich das so jetzt so empfunden habe. Aber im Grunde ist es so ein bisschen schade, weil die Bundesliga natürlich noch unattraktiver wird, ja, wenn immer mehr solche Vereine absteigen. Also lass mir ehrlich sein, wir freuen uns immer, wenn da mal so ein großer mit absteigt. Ne? So, haha, jetzt gehen die auch mal runter. Ne? Aber irgendwann freuen wir uns vielleicht auch ein bisschen zu Tode. Ne? Weil wenn wir jetzt noch nächstes Jahr drin bleiben, haben wir eine relativ unattraktive Liga vor uns. Also das wird immer schlimmer. Ne? Also du hast ja bald nur noch Konzernvereine. Und diese ganzen Kleinen, diese Freiburgs, Augsburgs, Mainz und wie auch immer, machen alle eine Top-Arbeit. Aber irgendwie haben die doch nicht so dieses Standing wie die Stuttgarts, die Kaiserslauterns, die Bremens, wie der HSV und so weiter. Also irgendwie, ja, ist das schon komisch. Aber wie gesagt, bei uns ist ja auch noch nicht klar, wo wir spielen. Nee, aber weißt du, wenn wir absteigen, haben wir natürlich die besseren Spiele gegen Hamburg, gegen Bremen, gegen Schalke, gegen Düsseldorf und so weiter.
Aber das wird auch sackschwer, da wieder aufzusteigen gegen diese ganzen anderen Powerhouses. Ja. Und man darf nie den Fehler machen, sagen, ach, dann lassen wir uns doch absteigen. Ja. So ungefähr. Ne? Dann, sind wir halt, dann spielen wir halt in der Super League der zweiten Liga. Nee. Also wir müssten definitiv immer erstklassig denken. Ja, ich gebe euch völlig recht. Ich sag mal so, dadurch, dass Kräuter Fürth heute direkt aufgestiegen ist. Also, ganz ehrlich, wenn ich an zweite Liga denke, dann denke ich an Kräuter Fürth. Ja, Kräuter Fürth, Sandhausen, Aue. Das ist so das, ja, das, ne, also Trio, Regensburg. Trio Infernale. Also, das sind alles, meine ich gar nicht böse, das sind alles so Städte oder Vereine, wo ich denke so, ja, da ist irgendwo, ist das deren natürliches Habitat, die steigen jetzt auch zurecht auf. Nochmal, wenn du am Ende der Saison Zweiter bist, dann steigst du halt auf. Und das ist auch völlig okay und das ist auch gar nicht mal dramatisch, aber ich stimme euch da völlig zu, wenn diese ganzen Vereine absteigen, HSV, Bremen, Schalke etc. pp. Oder in der zweiten Liga noch spielen wie Düsseldorf, aber auch Nürnberg oder so, das hat für mich auch einen anderen Klang im Namen, als wenn du gegen Augsburg, Mainz, Greuther Fürth, Hoffenheim, Wolfsburg spielst. Vor allem, weil wir dann ja immer auch noch schlecht aussehen gegen diese ganzen Augsburg und Freiburg. Ja, genau. Du siehst ja auch nie gut ausgehen. Ja, das ist es ja, ne? Kacktruppen. Das sind ja alles nur so Mannschaften, die uns überhaupt nicht liegen, die da in der Liga geblieben sind. Ja, also es wird in beiden Ligen sehr schwer werden. Klar, wenn ich jetzt Opportunist wäre, würde ich hoffen, dass die absteigen, damit ich meine Heimspiele kriege gegen den HSV und gegen St. Pauli hier in Hamburg. Und gegen Bremen ist ja auch nicht weit von hier. Aber nee, so opportun bin ich nicht. Ich will, dass wir drin bleiben, damit wir alleine schon die Finanzen wieder irgendwie in geregelte Bahnen kriegen. Und ich will lieber 34 Mal gegen Augsburg spielen, als dass du in der zweiten Liga da versauerst. Ja. Ja, vor allem siehst du ja auch, dass das mit dem Aufstieg für so manch anderen Verein auch immer schwieriger wird. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, dass, ich weiß gar nicht was, es war relativ früh, war es nicht der erste oder zweite Spieltag, als wir mit dem HSV zusammen abgestiegen sind, als wir gegen die gespielt haben? Das war doch relativ früh. Das war am dritten Spieltag oder so, ja. Da kann ich mich nämlich daran erinnern, dass Toni Schumacher damals irgendwie relativ großkotzig rum gesagt hat, ja, also hier spielen ja die beiden Aufsteiger, die werden sich, wir machen untereinander Platz 1 und Platz 2 aus. Ja, also ich meine, wir sind nachher als Erster aufgestiegen, aber der HSV halt nicht. Und ja, das hat er bei der Saisoneröffnung gesagt, glaube ich. Oder bei der Saisoneröffnung. Aber genau, dieser Satz, den hat der HSV, glaube ich, zu wörtlich genommen und sich darauf ausgeruht. Und ja, wie gesagt, es ist kein Selbstläufer, da wieder aufzusteigen. Aber ich habe ja noch zwei andere Momente versprochen, in denen ich da so ein bisschen Emotionen hatte wieder mal. Bitte? Ja? Darf ich raten? Ja, bitte. Darf ich einen raten? Ja. Gerd Müller-Rekord. Nee, das ist mir weitestgehend Wumpe. Ich gebe mal zu, ich habe es gar nicht mitgekriegt, weil da waren bei uns schon so viele Siegesfeiern hier. Das Lewandowski-Tor fiel ja erst in der 93. oder sowas. Nee, habe ich nicht mitgekriegt. Das war keiner meiner Momente. Aber es hat was mit einem Tor zu tun, bei einem Verein, dem mir vollkommen egal ist. Aber als Max Kruse das 2-1 für Union gemacht hat, ne? Da haben halt zum ersten Mal seit einem Jahr wieder Fans gejubelt im Stadion. Und das war jetzt ja nicht irgend so ein random Tor hier, Lewandowski 5-2 oder so, wo vielleicht ein paar Fans dann so ein bisschen applaudieren. Das war ja dieser typische Fanjubel, den wir jetzt alle so lange vermissen. So dieses, du siehst, der Ball kommt zu einem Spieler, der frei steht, also kommt dieser Jubel so ganz mit Anlauf von unten irgendwo aus der Lendengegend nach oben. Und dann entlädt sich dieser Moment im Stadion, als der Ball von Kruse über die Torlinie ging. Wie gesagt, Union ist mir scheißegal, aber dieser Moment, dass du wieder Fans über ein Tor jubeln hörst, dieses explosionsartige Jubelnde, dieses Ja, das hat mir so gefehlt. Und das habe ich erst in der Situation gemerkt, als da wieder Fans waren bei Union. Ich glaube, da waren diese 2000 oder sowas, keine Ahnung. Und als die eben dieses Kruse-Tor, das war ja, glaube ich, auch relativ spät erst im Spiel, so last minute. Nachspielzeit, genau. Das sind doch die Momente, weswegen wir alle Fußballfans sind. Das ist in der Nachspielzeit und dann ja auch noch gegen Leipzig, was ja auch noch so mit oben drauf kommt, deinen Fans da irgendwie glücklich machst. Also doch, das hat mich, obwohl mir der Verein, wie gesagt, vollkommen egal ist, das hat mich tatsächlich mitgenommen.
Ja, das kann ich verstehen. Ja, ich auch. Aber leider habe ich es nicht gesehen oder gehört, weil ich habe ihn dann irgendwann komplett auf den FC und habe alles andere ausgeblendet und habe es auch im Nachhinein irgendwie verpasst, das in der Sportschau noch zu gucken, die ich mir zwar angeguckt habe, aber auch etwas später. Und ich war ehrlich gesagt so fix und foxy. Ich habe, glaube ich, in dem Moment eingeschaltet, wo die gerade sozusagen übergeblendet haben aus diesem Spiel. Hätte ich gerne mitbekommen, aber werde ich mir vielleicht morgen noch mal reinziehen. Das war bei uns auch reiner Zufall. Wir hatten halt auf einem Bildschirm die Konferenz, auf dem anderen das Einzelspiel Köln. Und es war bei uns einfach gerade, dass wir eine Sekunde innegehalten haben, um zu durchzuatmen quasi nach dem Köln-Tor. Und in der Sekunde fiel eben dieses Kruse-Tor. Und deswegen war mir zufällig gerade live on air, als es gefallen ist. Nee, der Müller-Rekord, war der für dich irgendwie relevant, Ralf? Du bist da ja. Ja. Also ich muss dazu sagen, dass ich war immer und werde immer nur reiner FC-Fan sein, habe die Bayern immer gehasst, würde ich nicht sagen, aber nicht gemocht. Das war nie mein Verein. Es gab einen Spieler, den ich einfach wirklich absolut bewundert habe, und das war Gerd Müller. Ich vermute mal, ihr habt ihn ja aus Altersgründen nicht sehen können. Ihr kennt natürlich seine Vita, ihr kennt all das, was er geleistet hat und die Tore. Also ohne Gerd Müller, das sagt ja, die werden ja selbst nicht müde, die Bayern das immer wieder zu betonen, wäre dieser Verein niemals da, wo er heute steht. Und das ist auch so. Ich meine, diese 40-Tore-Saison, ihr müsst euch das mal vorstellen, da war nicht ein einziger Elfmeter dabei. Lewandowski hatte 8 Elfmeter. Gerd Müller Drei hat mal verschossen. drei, Drei ja, hat drei verschossen, genau. Elfmeter gehabt, hat die aber verschossen. Also, das war zu leicht, weil der hat die Tore. Ich finde Lewandowski fantastisch. Also, das ist ein rein fußballerisch gesehen ein Modellathlet, eine Maschine, ein Mensch, der, ja, wie soll ich sagen, also ja, wie eine Maschine funktioniert. Und das war Gerd Müller eben nicht. Das war ein solcher Instinktkerl, der war eigentlich überhaupt nicht für den Fußball gedacht, wenn man den so gesehen hat. Also, den hätte ich eher beim Ringen verortet oder, also überhaupt. Wie der Kerl schon aussah, diese kleinen, kurzen, dicken Beine und also, aber was der da, wo der gestanden hat und wie der die Tore gemacht hat, ich meine, das waren relativ selten schöne Tore, aber der war halt da und hat die Dinger gemacht und also aus keiner Chance ein Tor zu machen. Also es gibt so ein exemplarisches Tor, das war in diesem sogenannten Jahrhundertspiel gegen Italien. Da hat er ja so ein Tor gemacht gegen Italiener, wo der Ball so gerade mal über die Torlinie kullert, also wirklich in Zeitlupentempo, die aber nicht hinterherkommen, weil sie sich gegenseitig behindern, die Italiener. Also heute würde man sagen, ein Kacktor rund um Arne Zeigler. Aber das war so bezeichnend für wie der seine Tore gemacht hat. Der hatte einfach einen Riecher, irgendwo dazwischen zu gehen, den Ball irgendwie mit den dicken Zehen noch zu berühren, den Ball kullert so langsam über die Linie und ist drin. Und so ist er auf seine Tore gekommen. Er hat natürlich auch viel Kopfballtore gemacht. Er hat auch ab und zu mal einen Schuss, einen satten aus 12 Metern gemacht. Ich glaube, viel weiter konnte er eh nicht schießen. Also, das war überhaupt kein perfekter Fußballer. Was das war ein perfekter Torschütze. Und deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass jetzt noch auch noch mit 8 Elfmetern, die muss man auch erstmal machen, weiß ich. Aber trotzdem, ich finde nach wie vor, dass Gerhard Müller, der für mich, ja, wie soll ich sagen, effektivere Torschütze war. Eben weil er keine Elfmeter braucht. Ja, also kann ich nur so stehen lassen, weil ich da auch einfach nicht. Also ich habe ja Gerd Müller wirklich nicht live spielen sehen, sondern nur in irgendwelchen Reruns. Ich hätte nie gedacht, dass der Rekord fällt. Das war ja immer so ein Ewigkeitsrekord, ne? Also man dachte, Tasmania Berlin würde nie unterboten werden und Gerd Müller würde nie überboten werden. Aber der moderne Fußball hat es doch noch geschafft, obwohl ja Bayern gar nicht so eine One-Man-Show ist eigentlich als Verein, also gar nicht so quasi wie Ronaldo bei Real Madrid in seiner besten Zeit da, dass der alles alleine wuppen muss. Das ist ja schon auch irgendwie eine Mannschaft, muss man den ja doch attestieren. Aber da dann noch mal so herauszustechen und da 42 oder 41 Tore zu schießen und dann noch in der letzten Sekunde der Saison mehr oder weniger, habe ich Respekt vor Lewandowski. Berührt mich halt emotional nicht. Es ist, ob der Rekord hier steht oder nicht, hat für mich keine Konsequenzen, aber ich kann zumindest meinen Hut davor ziehen, dass er eben sowas Jahrhundertmäßiges geleistet hat. Und mal gucken, ob dieser Rekord jemals gebrochen werden wird und irgendjemand mal 42 Tore schießt. Vor allem, weil Lever auch viele Spiele verpasst hat, ne? Der hat, glaube ich, nur 28 oder so gemacht für seine Tore, weil der auch zwischendurch mal krank war oder verletzt. Also insofern auch eine große Leistung.
Ohne Frage. Ja. Und ganz kurz, der letzte Moment war, als sie bei dem Aufstieg vom VfL Bochum von Herbert Grönemeyer gespielt haben. Herrlich. Ja, aber ich freue mich über die Bochumer. Also das ist, also egal, ob wir jetzt erste Liga spielen oder nicht, aber die Bochumer in der ersten Liga, ja, das ist so ein Stück weit alte Bundesliga, da kommt ja der alte Sack mit mir durch. Ich finde das schön. Und vor allem, die haben auch ein schönes Stadion, die haben einfach eine schöne Fußballkultur. Das sind keine abgehobenen Funktionäre, keine abgehobenen Spieler. Das ist alles relativ, smart. Also mir gefällt das und dass die wiedergekommen sind. Hätte ich gar nicht gedacht nach dieser langen Pause, dass das funktioniert, aber es hat funktioniert. Die haben große Mannschaften wie den HSV hinter sich gelassen, der jetzt wieder den vierten Platz zementiert hat. Also die sind auf den Spuren der Bayern. Also was wollt ihr eigentlich? Die Bayern sind mal hintereinander Meister geworden. Der HSV ist schon dreimal hintereinander Vierter geworden. Also ja, tatsächlich, ja. Vielleicht schaffen sie das ja auch. Aber nein, über Bochum freue ich mich. Es ist schon eine Leistung als HSV, 71 Tore zu schießen und trotzdem nicht aufzusteigen. Das ist schon krass. Die haben 4 Punkte weniger als Holstein Kiel. Und damit sind wir dann auch jetzt schon in unserem großen zweiten Segment hier. Holstein Kiel, unser kommender Relegationsgegner. Wir haben auf Twitter eine Umfrage gestartet, über den Podcast-Account, wen sich unsere Hörerinnen und Hörer denn wünschen würden als Relegationsgegner. Da muss man sagen, war Greuther Fürth mit 71%, die mit Abstand führende Mannschaft. Bochum wollten sie mit 7% am wenigsten. Und dann eben Kiel war dann halt der Dritte im Bunde. Ja, was sagt ihr? Zufrieden mit diesem Los, wie es kommt? Hätte das lieber Fürth gehabt? Oder egal, wir hauen alles weg. Wie seht ihr das? Also ich glaube, dass, ich habe auch gesagt, bitte bloß nicht den VfL Bochum. Weil ich glaube, der VfL Bochum ist von den dreien, die spielerisch beste Mannschaft, auch vom Kader her und abgezockteste Mannschaft. Und von meinem geistigen Auge hätte ich Simon Zoller uns abschießen sehen. Und auch das möchte ich im Idealfall nicht sehen. Wie gesagt, mich freut es für den VfL Bochum auch. Wie gesagt, ich wohne ja hier direkt um die Ecke. Hab natürlich auch super viele VfL Bochum-Fans, die natürlich heute sich tierisch gefreut haben und die sagen auch alle relativ deutlich, haut bitte jetzt Kiel weg, weil gegen Köln ist das natürlich, also für Köln, gegen Köln ist das für die natürlich super geil zu spielen, weil wir machen denen das Stadion voll. Die haben auch noch ein Auswärtsspiel, was denen Spaß macht und Kiel, ja, bringt denen, glaube ich, halt nur vielleicht einen Gegner, gegen den sie mithalten können. Und wie gesagt, ich glaube aber, dass Kiel der bessere Gegner für uns ist. Ich glaube, die hatten jetzt ein Wahnsinns-Mammutprogramm. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele in wie vielen Tagen, aber ich glaube irgendwie 6 Spiele in 3 Wochen. Und jetzt kommen nochmal 2 dazu. Das wären dann also 8 Spiele in 4 Wochen. Ja. Ich glaube, das ist schon heftig. Wo du das gerade mit den Spielen ansprichst, da habe ich ein bisschen Statistik betrieben. Und zwar, ich habe mal den Zeitraum angeschaut, seitdem Kiel aus der Quarantäne zurückkam. Ja. Das war der 24. April. Wollt ihr mal raten, wie viele Spiele die seit dem 24. April machen mussten? Ich glaube, 10 oder sowas, ne? Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. 9. 9, okay. 9, ja. Also seit einem Monat, ne? Davon 5 gewonnen, ein unentschiedener Niederlage. Die letzten beiden Spiele alle verloren. Aber jetzt kommt's, wie viele Spiele hat der 1. FC Köln in genau dem Zeitraum gemacht? 24. April bis zum 23. Mai. 3 oder so, ne? 3, ganz genau. Ja. Also eins haben wir noch am 23. April gemacht gegen Augsburg. Also wenn du das mit reinzählst, waren es 4. Ein Sieg, eine Niederlage, ein Unentschieden. Oder wenn du Augsburg mit reinnimmst, hat 2 Siege. Aber das ist ja ein himmelweiter Unterschied auf dem Niveau am Ende der Saison. Also das muss ein Kicker sein. Wenn du wirklich ein Drittel der Spiele gemacht hast von deinem Gegner in dem letzten Monat, das muss einfach ein Kicker sein. Und das muss man ja auch Markus Gisdol hoch anrechnen. Die Mannschaft ist ja fit. Die hatten uns ja nicht in Trümmerhaufen hinterlassen, wie damals Storle Sulbakken oder sowas. Die können rennen. Skiri ist der alleinige Kilometer-Rekordhalter in der Bundesliga. Irgendwie, wie war das? 8 Kilometer mehr als Maxi Eggestein, aber auch ein Spiel mehr gemacht als der. Also Skiri ist in 32 Spielen 396,23 Kilometer gelaufen.
hat ein Spiel weniger als Maxi Eggestein von Bremen, der mit 388,10 der Zweite ist. Und als Gebre Selassie auch Bremen, der hat 34 Spiele, also zwei mehr und 374 Kilometer. Also ich sag mal, knappe 8 Kilometer mehr gelaufen als Eggestein mit einem Spiel weniger. Und gegen Gebre Selassie sogar 20 Kilometer mehr mit zwei Spielen weniger. Krass. Ja. Das ist schon echt krass. Und ja, also Skiri ist schon, ja, das ist schon, also wenn du dir das jetzt einfach mal nur ausrechnest, der ist knapp 12,4 Kilometer pro Spiel gelaufen. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, und der durfte sich jetzt ausruhen. Genau. Ja. Der ist jetzt ausgeruht nach dem Schalke-Spiel, weil er ja leider gesperrt war. Aber da wir das Spiel ja gewonnen haben, können wir jetzt im Rückblick sagen, vielleicht sogar ganz gut, dass er gesperrt war. Weil so ist er jetzt auf jeden Fall fit. Der wirkte am Ende ja gegen Freiburg dann doch wieder ein bisschen überspielt. Das ist ja bei ihm immer so, dass er mal so Spiele hat, wo er so ein bisschen ja schon am Ende seiner Kapazitäten wirkt und dann immer eine Pause braucht. Die hat er jetzt bekommen. Also jetzt gibt es eigentlich wenig Gründe, gegen Kiel nicht alles rauszuhauen. Ich weiß gar nicht, ob der bei der Nee, wir haben jetzt eine EM, keine WM, ne? Dann ist er eh nicht dabei. Ja, nee. Ja, gut. Ja, also kann er sich ja komplett nochmal verausgaben. Boah, und dann in den Urlaub starten. Ja. Definitiv. Also Skiri wird, also ich bin froh, dass er wiederkommt, weil auch gegen Schalke ist es nicht so ins Gewicht gefallen. Das wurde ja eben schon gesagt, sehe ich übrigens auch so. Im Nachhinein, auch da meine Unterstützung, ist es gut, dass er in dem Spiel ausgefallen ist, aber in den Spielen, gerade jetzt gegen so eine Mannschaft, die körperlich eh angenockt ist, brauchst du natürlich so einen läuferisch starken Spieler, ne, der im Prinzip im Grund und Boden laufen kann. Und deswegen ist es wirklich sehr wertvoll, dass er wiederkommt. Wir waren, glaube ich, eben bei der Frage von dir, dass welcher Gegner mir dann gerne hätte. Ich war mir vorher gar nicht so klar. Ich habe dann irgendwann auch gesagt, von mir aus alle drei, also nicht alle drei direkt hintereinander, das nicht, aber einen von den dreien ist mir egal. Und dann während des Spiels heute, ich habe das also komplett verfolgt, habe mir einfach die Zeit heute mal genommen, mir unseren nächsten Gegner ansehen zu wollen. Da habe ich dann so immer so ein bisschen hin und her gewechselt. Auf einmal denke ich, ja, vielleicht führt ja doch nicht schlecht. Dann ist ja noch dieser Schrach vom Platz gestellt worden. Ja. Auch nicht verkehrt, dann fehlt denn schon mal ein Sechser. Aber ich bin im Nachhinein wirklich heilfroh, dass es die Fürther nicht geworden sind. Weil das ja solche Mentalitätsmonster sind. Also unglaublich, was die an Rückständen schon aufgeholt haben. Und heute gegen nun mal eine alles andere als schlechte Mannschaft aus Düsseldorf mit 10 Mann von 2-1 auf 3-2 das Ding noch zu ziehen, noch zu drehen. Also Respekt. Also da hätte ich jetzt nicht unbedingt gegen spielen wollen. Gerade weil unsere Mannschaft sich ja gegen solche Gegner besonders schwer tut. Jetzt ist Kiel natürlich auch sehr stark gewesen. Ich habe das teilweise verfolgt, wie die in den letzten Wochen ja im Prinzip jeden zweiten Tag gespielt haben. Wurde ja auch gerade schon erwähnt. Und fand die jetzt auch nicht unsympathisch. Finn Bartens finde ich einen feinen Spieler. Wenn auch schon mal älter, aber er ist nicht ganz so alt, wie er aussieht. Und dachte ich auch, naja, die sind natürlich jetzt ziemlich platt. Würde eigentlich auch passen. Ne? Also irgendwann habe ich mich am Ende für Kiel entschieden, sind es dann auch geworden. Und ja, jetzt ist natürlich die ganz große Frage. Ist das jetzt gut oder schlecht, wie der Kölsche sagt? Wie seht ihr das? Ich glaube, von der Spielweise her kommt uns Kiel recht gelegen. Also die haben zwar nominell die beste Abwehr der Liga, also 35 Gegentore ist durchaus respektabel, aber die spielen ja, die sind ja doch darauf bestrebt, mitzuspielen. Die wollen ja doch nach vorne was initiieren und wollen sich nicht hinten verschanzen und dann vorne auf den Konter hoffen. Die wollen ja per Ballbesitz zu Torchancen kommen. Und gegen solche Gegner sahen wir diese Saison immer gut aus. Also jetzt auf einem höheren Niveau, aber wir sahen gegen Dortmund zweimal gut aus, gegen Leipzig zweimal gut aus. Das können wir, diese Art von Spiele, wo wir selber vielleicht nicht den Ball haben und einfach uns auf unsere schnellen Außen verlassen können, weil ja auch Jakobs zurückkommen wird. Der ist, glaube ich, auch noch mal so ein kleiner Faktor da in dem Spiel. Marius Wolf kann auch wieder von Beginn an ran, wie gegen Schalke. Also ich glaube, von der Spielweise her liegt uns Holstein Kiel am meisten. Und wie gesagt, die haben halt 9 Spiele in einem Monat gemacht. Du hast da keine Ausreden, nicht zu gewinnen. Du kannst da mit keiner Ausrede hingehen und sagen, ja, dumm gelaufen, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf. Nee,
Das ist ein Zweitligist, der gehört auch in die zweite Liga. Ja, die haben gegen Bayern gewonnen im Pokal. Herzlichen Glückwunsch, gut gemacht. War ein tolles Spiel. Haben danach 5-0 gegen Dortmund in der zweiten Runde dann verloren, also im Halbfinale. Und wenn du gegen die verlierst, dann ist es halt auch verdient abzusteigen. Die machen da einen fantastischen Job. Die haben auch das Problem, dass ihnen alle zwei Jahre von Köln die besten Spieler und besten Trainer weggekauft werden. Aber gerade von diesen Spielern erwarte ich jetzt auch Leistungen in dem Spiel. Also, wenn Herr Drexler spielen darf, und Herr Tichos wird ja spielen dürfen, von den beiden erwarte ich 110% gegen ihren alten Arbeitgeber. Die wollen sich nicht von denen in den Sack hauen lassen. Und da erwarte ich gerade von Tichos mindestens so eine Leistung wie gegen Schalke, nur halt, dass Kiel nach vorne mehr machen wird als Schalke. Gibt es für mich keine Ausreden. Du hast diesen Verein halt systematisch klein gekauft, das musst du halt auch besiegen. Anders geht's nicht. Ja. Also ich habe so, dass es gibt so eins, was mich so ein bisschen fast nervös macht. Das ist nämlich meine ganz ureigene kölsche Zuversicht, dass selbst wir das eigentlich nicht verkacken können. Ja. Das ist, man muss aufpassen, diesen Satz richtig zu verstehen. Der ist ja was kryptisch, aber das ist eine Warnung vor der kölsch eigenen Überheblichkeit. Das wirkt ja auf dem ersten Moment, auf der ganzen Kieler Umstände, viele Spiele komplett platt, mental leer, jetzt was verloren, der FC hat was gewonnen. Das wirkt ja auch viele dann tatsächlich wie ein Freilos. Ich bekam heute von einigen Journalisten, auch überregionalen Journalisten, im Prinzip schon so, eher schon so fast so Art Glückwünsche, dass wir jetzt so auf diesen Gegner treffen und jetzt Favorit bist. Aber ich sag mal, wenn dem FC eines nicht besonders gut liegt, ist es die Favoritenrolle. Mhm. Also du darfst und musst natürlich selbstbewusst in so ein Spiel gehen. Aber auf gar keinen Fall überheblich. Das wird kein Spaziergang. Und davor muss gewarnt werden. Und auf der anderen Seite muss man aber auch wieder sagen, der FC hat jetzt schon mal das ein oder andere Endspiel gewonnen. Das heißt, so ganz, also wir haben schon einen Grund, auch zuversichtlich da reinzugehen. Das Schalke-Ding ist ja nochmal obendrauf dazugekommen jetzt. Die Art und Weise da kurz vor Schluss, wir waren ja abgestiegen, ne? Also darf man nicht vergessen, virtuelle Tabelle, waren wir abgestiegen. Und dann machst du da noch dieses Tor, das setzt natürlich noch mal Kräfte frei. Ne? Also wir sind klar im Vorteil, aber wir dürfen um Gottes Willen nicht den Fehler machen, zu denken, das wäre gelaufen, weil dann wird nämlich das passieren, was so typisch FC wäre, nämlich, dass wir diesen Vorteil hergeben, gegen so einen Gegner dann ausscheiden. Das wäre dramatisch schlecht. Ja, nee, das stimmt. Das ist auch meine ganz große Sorge. Wir haben auch eine Twitter-Umfrage gemacht, ob wir gegen Kiel die Klasse halten oder absteigen werden. Da sagen 83%, dass wir das schon schaffen werden. Und das ist ja meistens der Anfang vom Ende bei uns. In der Tat, wie du gerade gesagt hast, Ralf. Favorit sein liegt uns in der Tat sehr selten. Auch gegen Schalke waren wir der Favorit und haben uns da ordentlich einen abgewürgt, muss man ja schon so sagen, bis wir das Tor dann endlich erzielt haben. Aber trotzdem, also du bist ja auch nicht Favorit, weil du Erstligist bist. Du bist ja auch der Favorit, weil die halt wirklich auch um Zahnfleisch gehen. Und das nächste Spiel ist ja schon Mittwoch. Die haben jetzt ja nicht eine Woche Zeit zu regenerieren und irgendwie nochmal ins Quarantänehotel zu gehen oder so. Die müssen jetzt das 10. Spiel in einem Monat machen. Das ist das, was sonst Bayern abreißen muss als Pensum oder Dortmund oder Leipzig oder so, die dafür den Kader haben. Diese Kadertiefe hat Kiel nicht. Da sind auch noch zwei Spieler gesperrt. Da sind nämlich Meffert und Mühling gesperrt, weil die jeweils ihre 5. gelbe Karte gesehen haben. Beides absolute Stammspieler. Also hier Alexander Mühling hat 31 Spiele gemacht diese Saison und Jonas Meffert hat 34 gemacht, also alle in dieser Saison. Das heißt, absoluter Stammspieler. Ich glaube sogar Kapitän in Kiel. Das ist ja auch nochmal ein Bonus für dich, wenn da das gesamte Mittelfeld von denen quasi ausfällt. Bei uns sind alle da. Bei uns können alle mitspielen. Ich weiß nicht, ob Elvis irgendwie längerfristig angeschlagen ist. Der konnte ja nicht mittun gegen Schalke, aber ja, das könnten wir, glaube ich, kompensieren. Ich hoffe, dass Anderson nicht wieder irgendwelche, dass das Knie nicht wieder reagiert bis Mittwoch jetzt, dass er es irgendwie so schafft. Bild hat geschrieben, er fällt definitiv aus. Ja, super. Ja, Halleluja. Ich habe es mir fast schon gedacht. Der Typ kann leider keine 3 Spiele in 7 Tagen machen. Ich hoffe nur, dass er jetzt zumindest ausfällt, um im Rückspiel dann fit zu sein. Sagt die Bild da was zu? Ich lese gerade den Bericht, der kam vor kurzem sturmlos in den Relegationskampf.
Ja, der Schwede ist einfach zu kaputt für den Relegationsstress, so, und er wird also wohl definitiv ausfallen. Das steht hier. Fehlt gegen Kiel. Warte mal, beim Heimspiel fehlt gegen Kiel fehlt Andersson definitiv. Okay. Funke muss mit falscher 9 agieren, ja. Ja, okay. Ich hab's gerade schon so ein bisschen geahnt, weil ich dachte, der kann ja nie nach einem Spiel danach sofort wieder trainieren. Und jetzt muss der quasi 90 Minuten gehen oder irgendwie 85 Minuten gehen. Das ist, ja, ich habe so ein bisschen befürchtet, als ich gerade angedeutet habe. Ändert natürlich ein bisschen was. Ändert was an der gesamten Herangehensweise. Da musst du da wieder André Duda aus die falsche Position ziehen oder, weiß ich auch nicht, dir irgendwas ganz anderes überlegen, was ganz Wildes, womit keiner rechnet. Dürfen wir eigentlich, wie ist das denn? Dürfen nur die Spieler spielen, die jetzt im Quarantänehotel sind? Ja. Also kannst du auch nicht Emanuel Dennis noch begnadigen irgendwie? Nein. Ich weiß nicht, ist der nicht im Quarantänehotel? Nee, ist er nicht. Obots, Lemperle und Dennis sind raus. Einsatz war dann in dem Fall. Gerade Lemperle hat gerade wieder 2 Tore geschossen, der war der U21, da kommen wir gleich noch drauf. Hätte ich als Option spannend gefunden, sage ich jetzt jede Woche gebetsmühlenartig. Aber ja, scheiße. Ändert das was für dich, Marco, dass Andersson nicht dabei ist? Ist schon ein bisschen Downer gerade. Mhm. Muss ich auch zugeben. Weil ich finde, Andersson. Übrigens muss ich eine Sache noch sagen. Der VAR, ne? Nimmt nicht nur mir die Freude, der nimmt mir auch noch tatsächlich den Ausgleich in unserer verkackten Torwette, ob Huntela hat mit 2 Toren doppelt so viele Tore in der Rückrunde gemacht, wie alle Stürmer beim FC zusammen. Ja, wie alle einer Stürmer, ganz genau. Und dann noch so einen nachgeschossenen Elfmeter halt im Nachschuss, ganz übel reingestochert. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich das realisiert habe. Das glaube ich. Das glaube ich, dass du dich da freust, zeigt deine verkommene Existenz. Ja, weil wir das gewonnen haben. Wahnsinn. Hätten wir verloren, hätte ich mich nicht gefreut, natürlich. Ja. Oder unentschieden gespielt. Naja, die Tafeln, glaube ich, waren das. Die freuen sich mit deinen 20 Euro. Ja. Oder wer immer das war, ich habe vergessen. Ja, das Tafel. Tafeln. Ja, die freuen sich. Siehst also positiv, ist für einen guten Zweck. Du machst irgendeine Familie glücklich. Ja, nee, also, aber Andersons Ausfall ist schon tatsächlich. Aber ist das, also ist, jetzt wissen wir alle, dass die Bild an Horst Held förmlich klebt. Aber der Verein hat ja zumindest noch nichts jetzt verlautbaren lassen. Deshalb bin ich da immer sehr vorsichtig, ob das tatsächlich so ist oder ob. Ein richtig groß angelegtes Täuschungsmanöver sein. Ne? Ja, genau. Traue ich zwar also, unseren nicht zu, aber irgendwie ganz geil. Ich auch nicht, ich traue es denen auch nicht zu, weil dafür müsste man ja. Also Trainer Friedhelm Funkel, lese ich gerade, hat zur Bild gesagt, die Erfahrungen aus den letzten Wochen zeigen leider, dass Sebastian immer 4 bis 5 Tage braucht. Von daher wird es schwer, einen Einsatz bis Mittwoch umzusetzen. Aber wir werden auch da eine Lösung finden. Also im Prinzip deutet die Bild das daraus, dass er nicht spielt. Vielleicht zockt der gute alte Friedhelm ja auch. Ja. Ja, ich kann mir echt vorstellen, dass wir ihn einfach jetzt im Heimspiel zu Hause lassen, damit er im Rückspiel dann wieder fit ist, weil er immer nur halt alle 7 Tage mal einsatzfähig ist. Jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, Friedhelm Funkel wird in dem Hinspiel sowieso nichts nach vorne machen. Das geht ihm da rein um 0-0. Auswärtstor verhindern. Wenn du Glück hast, fällt was vom Laster bei einem Konter vorne. Wir werden da aber auf gar keinen Fall auf Sieg gehen. Egal, was die erzählen. Ich weiß, dass Horst Held gesagt hat, wir wollen beide Spiele gewinnen. Das werden wir nicht sehen. Ja, wir werden das Hertha BSC-Spiel reloaded sehen. Also ich kann damit, also ganz ehrlich, ja, natürlich ist das jetzt nicht toll und natürlich ist das nicht cool, aber ich kann es sogar nachvollziehen. Ich kann sogar tatsächlich nachvollziehen, dass man sagt, pass auf, wir machen jetzt erstmal hier, gucken erstmal, wir gehen jetzt nicht im ersten Spiel all in. Ja, also glaube ich halt auch, vor allen Dingen, weil leider beschissene Europapokal-Arithmetik gilt. Das heißt, selbst ein 2-1 wäre schlecht für dich, wenn du 2-1 gewinnst, weil dann Kiel ihr beschissenes Auswärtstor gemacht hat. Genau. Aber da sage ich auf der anderen Seite, Kiel ist auf der einen Seite komplett K.O. Zwei der wichtigsten Spieler sind gesperrt und dann wollen wir auf 0-0 gehen. Nee. Also ich glaube nicht, dass wir komplett auf 0-0 gehen. Ich glaube halt nur nicht, dass wir sofort loslegen wie die Feuerwehr. Das glaube ich nicht. Ja, das wäre auch. Ja, also ich glaube halt einfach, dass man gucken wird, dass man da erstmal sicher steht und dann
sich das Ding anguckt und dann versuchen wird, über das Spiel hinaus zu gucken. Und dann, dann einfach mal gucken, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Also ich glaube nicht, dass man sofort all in gehen wird in dem Spiel. Ich glaube, da ist Funkel nicht der Typ für. Es geht jetzt nicht darum, wie ich das Spiel angehen würde, sondern wie ich glaube, dass Funkel das Spiel angeht. Ja. Und ich glaube, der wird das auf kompletten Stabilitätsfokus gehen. Selbst ein 1-1 ist ja schlecht für dich, oder 2-2 oder so, wegen dieser Auswärtstorregel. Deswegen befürchte ich, so wie ich ihn kennengelernt habe in den 6 Spielen, die jetzt hier war, geht es ihm darum, die Null hinten stehen zu haben wegen Auswärtstoren. Und dann im Rückspiel hoffen, dass da vielleicht Anderson wieder mittun kann. Hector noch mal einen guten Tag erwischt. Also ich schätze ihn als Trainer so ein. Ja, also letzten Endes muss man ganz klar sagen, dass er natürlich da auch die Erfahrung hat und solche Situationen auch kennt. Und er glaubt, er kann auch seine Mannschaft ganz gut einschätzen. Das muss man ihm letztendlich dann zugutehalten. Er trägt auch die Verantwortung dafür. Hinterher kann man natürlich dann immer leicht sagen, es war falsch, gebe ich ja auch zu, das mache ich ja dann auch schon mal gerne. Weiß aber genau, dass er natürlich da einen gewissen Plan verfolgt. Nur jeder von sich hat ja eine persönliche Auffassung von Fußball. Und ich bin halt kein großer Freund davon, wenn man jetzt solche Vorzüge hat. Wie gesagt, da fehlen 2 Spieler, die sind völlig platt, sind mental auch durch. Ich würde die jetzt sofort bearbeiten. Mhm. Das war richtig. Mhm. Ich würde die müde laufen. Vielleicht macht das ja auch. Also will ich ja gar nicht sagen. Vielleicht macht das wirklich 45 Minuten ab. Und so ab der 60. auf einmal, ne? Also das wäre so, ich kann ja verstehen, du läufst ja nicht da sofort, als wenn es da um dein Leben geht. Wenn das Spiel, muss ja erstmal so die erste halbe Stunde passiert sein. Also der FC hat auch nicht das Personal, um einen Gegner, auch wenn er vielleicht personal noch ein bisschen schlechter besetzt oder schwächer besetzt ist, niederzuspielen und mit 3-4 Toren schon einzuschenken. Also so eine Augsburg-Halbzeit, wo uns ja alle die Augen gerieben haben, die kommt halt wirklich nur alle Jubeljahre mal vor. Und von daher kann ich schon ein Stück weit auch verstehen, dass er ein bisschen Safety First macht. Ja. Aber nicht zu sehr. Nee, wenn er das nicht tun würde, würde er, glaube ich, alle inklusive Kiel überraschen. Kann ja auch sein, dass der alte Trainer Fuchs doch noch mal einen raushaut hier, eine große Überraschung. Weiß ich nicht, werden wir erleben. Was, glaube ich, noch ein Faktor werden könnte in dem Spiel, ich habe mal geschaut, welche Spieler gelb vorbelastet sind, also welche Spieler im Hinspiel keine gelbe Karte sehen dürfen, damit sie im Rückspiel nicht gesperrt sind. Das ist bei uns genau einer, nämlich Elvis, der wahrscheinlich ähnlich. Der sowieso angeschlagen ist, ja. Ja, und der wahrscheinlich auch sowieso kein Startelf-Kandidat wäre, wenn Skiri und Hector fit sind. Also glaube ich nicht. Bei Kiel sind das ganz viele Spieler, und zwar auch entscheidende mitunter. Nämlich einmal Johannes Vandenberg, Niklas Hauptmann, ne? Liebe Grüße. Stefan Teska, Hauke Wahl und Yannick Dehm. Also 1, 2, 3, 4, 5 Spieler. Mhm. Ein paar davon defensiv, die also auch in Zweikämpfe verwickelt sein werden. Kann ja sein, dass du da auch ein bisschen gelbe Karten ziehen kannst, ein bisschen provozieren kannst. Gerade Hauke Wahl, der ist der echte Kapitän und nicht Mehrheit, wie ich gerade unterstellt habe. Den so ein bisschen provozieren, immer einen schnellen Mann gegen ihn laufen, dass er hinterher rennen muss und von hinten versuchen muss, in die Hacken zu treten oder so. So gelbe Karten rausziehen kann ja was bringen, wer weiß. Ja, vor allem heißt ja auch immer eine gelbe Karte, ja auch immer, du hast eine Freischusschance. Ja, und gerade Johannes Vandenberg, der muss halt, wenn er Pech hat, gegen Marius Wolf und Isi Boué spielen. Und will ich erstmal sehen. Will ich sehen, wie er sich dann da behauptet, als Zweitliga-Verteidiger. Ja, also ich glaube, wie gesagt, ich glaube halt, dass nochmal, das ist jetzt kein Freilos, absolut nicht. Aber ich glaube halt, das Spiel fängt bei 0-0 an. Und ja, aber nochmal, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt glaube, dass wir den Gegner da niederrennen werden und die im Grunde Boden spielen werden. Ja. Deswegen, also ich glaube auch, dass Friedhelm Funkel da abwarten wird und gucken wird, wie kommt der Gegner, was macht der Gegner, wie treten die hier auf und ja, dann einfach situativ. Also ich meine, ich glaube, es macht sowieso eher mehr Sinn, situativ dann zu gucken, wie sind wir drauf. Es ist bei uns ja immer so ein Würfelspiel, ob wir gerade einen guten oder schlechten Tag haben.
Nochmal kurz abschließend, Van der Berg ist 34, ne? Van der Berg 34 und der soll dann gegen eventuell Easy Boe und Marius Wolf hinterherkommen. Boah, bin ich gespannt. Wenn denn Easy spielen darf. Ich tippe ja, dass Benno weiter in der Startelf bleiben dürfte. Also, fände ich jetzt aber auch nicht verkehrt. Also, ich finde jetzt nicht, dass, ja, dass Benno Schmitz jetzt ganz weit weg ist. Also. Nee, aber wenn du Ambitionen hast, nach vorne was zu machen, würde ich immer den pfeilschnellen Typen dahin stellen und nicht den doch eher langsamen. Ja. Er hat es ja gut gemacht, aber halt auch gegen Schalke, die nach vorne auch keine Ambitionen hatten. Ob der schnell genug wieder hinten wäre gegen den Lee oder gegen Reese, weiß ich nicht. Aber ich meine, das ist aber ja auch immer ein Arbeit. Weil ich weiß, dass Funkel den eh aufstellt. Ja. Also wir müssen nicht diskutieren. Funkel stellt eh Benno Schmitz auf. Da brauchen wir gar nicht Gedanken drüber machen. Ich würde es anders machen. Ich bin auch nicht Trainer des 1. FC Köln. Ich bin nur klugscheißender Podcaster. Würdet ihr Dominik Drexler spielen lassen, weil alter Verein? Also bei ihm würde ich jetzt diese Funktion, er ist ja meistens, gehört ja immer zu den ersten Wechseln. Mhm. Das würde ich in dem Fall echt verstehen. Also in den anderen Situationen habe ich manchmal gedacht, naja, wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen. Aber in dem Fall würde ich es verstehen, weil ich glaube, da ist schon eine gewisse Motivation da beim Dobbe. Und auf der anderen Seite, ich glaube, die haben auch ein bisschen Angst vor dem. Ich habe eben mal ein bisschen in das Forum von Holstein Kiel reingelunzt. Also ich sag mal, Zuversicht sieht anders aus. Ein paar reden sich ein bisschen Mut zu. Während natürlich viele andere, ich meine, klar, die waren ja auch unter Einfluss des heutigen Spiels und dementsprechend ziemlich down. Aber trotzdem, du merkst halt schon, dass es für die hätte es nicht schlimmer kommen können. Die hätten sich alle viel lieber Bremen gewünscht. Mhm. Und vor dem Drexler haben sie auch ein bisschen Angst. Da wurde mehrfach erwähnt, gegen uns macht er die Nüsse. Ja, ja. Also ich glaube, Drexler könnte, also wenn tatsächlich Anderson ausfallen sollte, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Drexler, ob es jetzt, ich sag mal, die Stürmerposition ist oder ob es, ich sag mal, eine Position hinter André Duda dann als falsche Neun ist, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also wenn die beiden sich so ein bisschen beide umeinander spielen. Und nochmal, wir sagen, also ich habe ganz oft gesagt, Dominik Drexler ist für mich ein Zweitligaspieler. Jetzt spielen wir gegen ein Zweitligateam. Das soll er mal zeigen, was er kann. Ja, ja, vor allen Dingen, wir haben ja bei Bornau die Torpremiere erlebt, jetzt zur Rettung oder zum ersten Schritt zur Rettung. Dann kann jetzt ja auch mal Dominik Drexler eine Torpremiere folgen lassen, weil er hat vielleicht sogar schon ein Tor geschossen. Hat er nicht schon zwei gemacht? Ja, kann sein. Ich glaube, gegen Hoffenheim am ersten Spieltag und ja, noch gegen die Bayern. Gegen die Bayern, ja, genau, gegen die Bayern. Ja, genau. Ja. Stimmt, Torwart, aber sein Rückrundentor. Ich wollte sagen, drei Tore ist. Ne. Ja, aber klar, also nochmal, ich sehe das nicht so, dass das. Und was man auch dazu noch sagen muss bei Kiel, die haben jetzt natürlich zwei Niederlagen am Stück, ne? Mhm. Ja. Die haben jetzt gegen Karlsruhe und gegen Darmstadt verloren, beide Spiele, hätten jeweils mit einem Sieg es klar machen können. Ich glaube halt, dass das halt für die durchaus ein Wahnsinns-Downer ist. Ja. Die waren ja auch schon mal ein bisschen weiter vor Fürth, ne, tatsächlich. Ja, genau. Ja, die waren heute auch schon aufgestiegen. Die haben ja zwischenzeitlich heute geführt. Und Fürth lag in der Zeit, glaube ich, hinten oder auf jeden Fall haben die zwischenzeitlich auf dem zweiten Tabellenplatz gestanden. Da waren sie ja auch vorher, also sprich, die haben heute echt was verloren. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt, wie fertig die waren und wie die da, also ich meine, da haben einige geheult, da war also wirklich, das war, als wenn die abgestiegen wären. Ne? Also klar, die haben was verloren heute. Nicht wie wir. Wir haben gestern was gewonnen. Wir sind von Platz 17 auf Platz 16 noch hochgeschossen. Sie haben halt dann, also wir haben praktisch nochmal den Strohhalm ergreifen dürfen. Und bei ihnen war es schon so, dass sie mit einem Bein schon in der ersten Liga waren. Ja. Und das musst du vom Kopf her erstmal verarbeiten. Vor allen Dingen die mentale Frische nochmal aufzubauen, nachdem du körperlich in den letzten Wochen, ja, wie gesagt, 9 Spiele, wir 3 in der Zwischenzeit. Also das ist schon, ich meine, sorry, da liegt der Ball liegt wirklich auf dem Elfmeterpunkt. Ne? Also
wir sind alle ein bisschen FC geschädigt, aber normalerweise, wenn der FC ein normaler Verein wäre, das darf einfach nicht schief gehen. Also wenn du das Ding jetzt wirklich noch versemmelst, dann hast du es A verdient. Hast du es nicht verdient, ja, genau. Ja, dann hast du verdient, dass du absteigst, genau. Oder nicht verdient, drin zu bleiben. Aber dann ist auch wirklich, ganz wäre was schief gelaufen. Und da muss ja wirklich mit ganz eisernem Besen gekehrt werden. Das muss ja sowieso passieren. Also kann ja keiner jetzt hinterher sagen, wenn wir das Ding gewonnen haben, nach dem Motto, hey, super, ihr freut euch Köln. Ja, wir freuen uns, super. Aber das muss trotzdem Folgen haben. Also das wäre ja wahrscheinlich heute unser normales Thema gewesen, wenn nicht die Relegation, die wir alle noch nie erlebt haben, gekommen wäre. Deswegen reden wir ja heute anders. Ja. Genau. Ja, das heben wir uns für die Saisonabschlussfolge auf, wenn wir wissen, wo wir gelandet sind. Ich hätte noch zwei Themen. Ich hätte noch zwei Themen auf meiner Themenliste, da kannst du aber auch gerne nochmal heiß drehen. Das eine war eine Hörerfrage, die mich per Privatnachricht erreicht hat. Da können wir, glaube ich, recht schnell eine Einschätzung zu geben. Die Frage des Hörers war, hätten wir auch mit Markus Gisdol Platz 16 und die Relegation erreicht? Nein. 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 Gut. Danke, das war die Hörerfrage der Woche. Nein, also ich bin nicht jeden Tag am Geisbergheim und mich ruft kein Spieler an und sagt mir, was intern gerade vorgeht. Aber ich habe das Gefühl, dass zum Schluss die Mannschaft nicht mehr an Markus Gisdol und seine Idee geglaubt hat. Ja. Ich meine, das ist einfach nur mein Gefühl dazu. Und ich glaube halt, wenn du sowieso schon eine Mannschaft mit wenig Lautsprechern hast und vielleicht so ein Leader wie Jonas Hector verlierst, ich glaube, dann wirst du, dann wenn dann die Mannschaft nicht mehr dran glaubt, dann wird es halt ganz, ganz schwer. Dann kann es nur über Eigeninitiative der Spieler funktionieren und weiß ich nicht. Und nochmal, die Spieler stellen sich ja jetzt nicht selber auf. Also die werden nominiert vom Trainer. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir das mit Gisdol nicht geschafft hätten. Nein, glaube ich auch nicht. Bin ich voll bei dir. Also ich stütze auch deine These, dass er die Mannschaft, er hat sie vielleicht nicht komplett verloren, aber ich glaube, sie haben ihm nicht mehr alles abgenommen. Genau. Das hatte sich abgenutzt und ich meine, so der Moment, vielleicht erinnert ihr euch noch, als eine Delegation Spieler zum Sportdirektor ging und zufälligerweise vom Express fotografiert wurde, wie sie da alle hin sind, aber Jonas Hector auch vorne dabei. Ich finde, Jonas hat auch da eindeutig Eier bewiesen, dass er wirklich ein Typ ist. Und ich glaube, wir müssen alle endlich mal, ich habe das auch lange gesagt, runter von diesem Schema, das wäre kein echter Kapitän. Also erstens bringt das leistungstechnisch, ja. Das haben wir eben auch alles schon festgestellt, muss nicht nochmal wiederholt werden. Das zweite ist, dass er, glaube ich, intern in der Kabine unfassbar geschätzt ist. Und die Interviews, die teilweise in den letzten Wochen vor Markus Gisdol Entlassung gelaufen sind mit ihm, ich sag mal, deutlicher konnte man ja schon gar nicht mehr durch die Blume sprechen, wie er gesprochen. Er hat Charakter, der Mann, deswegen hat er nicht den Trainer in die Pfanne gehauen, in die Grillpfanne. Aber er hat mehr oder weniger dann trotzdem zu verstehen gegeben, dass es so nicht weitergehen kann. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir dass er unter Gisdol besser gewesen wären oder genauso gut. Das ist, kann man nie belegen, wir können es nie beweisen. Aber das ist ein Gefühl, was sich eingestellt hat. Und deswegen würde ich sagen, der FC ist vielleicht noch in allerletzter Sekunde, hoffentlich, dann endlich das Überfällige, nicht das Richtige, das Überfällige gemacht hat und Markus Gisdol dann von seinen Aufgaben entbunden hat. Um es klar zu sagen, ich mache auch Markus Gisdol keinen Vorwurf. Der hat sein Bestes gegeben, der hat alles versucht. Da bin ich fest von überzeugt. Und er hatte ja auch mal eine gute Zeit hier und hat auch den ersten Abstiegskampf dann erfolgreich gestaltet. Aber eigentlich hätte er schon nach dem 6:1 in Bremen rausgemusst, nach einem Spiel, nach 10 Spielen, nicht nur ohne Sieg, sondern die Art und Weise wie. Also, und dann wurde ja der Vertrag verlängert. Müssen wir alles nicht mehr drüber reden. Aber er war viel zu lange noch am Ruder und das hat überhaupt erst dazu geführt, dass wir so in die Bredouille geraten sind. Nee, unter ihm hätte das nicht funktioniert, bin ich ganz sicher.
ja, bleibe ich bei. Und da gehe ich mit. Und allein das Augsburg-Spiel jetzt so, glaube ich, mit Markus Gisdols Herangehensweise an so ein Spiel nicht gewonnen. Also gegen Leipzig vielleicht sogar noch eher, aber das Augsburg-Spiel, da gehst du so wie Gisdol spielen lässt, nicht 3-0 in Führung zur Halbzeit. Und dann holst du da, glaube ich, nichts. Nee, gehe ich mit. Ob jetzt Friedhelm die richtige Wahl ist, werden wir dann am Samstag um 20.20 Uhr wissen. Oder gegebenenfalls nach einer Verlängerung und Elfmeterschießen. Aber. Boah, bitte nicht. Ja. Bitte nicht. Ja. Bitte nicht. Also, nee, ernsthaft. Also, ernsthaft, ne? Dann. Nee, das brauche ich nicht. Ich hätte schon die ganze Delegation nicht gebraucht. Ich habe schon nachgedacht. Also, oh Gott. Boah, ich habe jetzt schon den Köln. Da bin ich tot. Ja, ich auch. Ja, also gerade Elfmeterschießen, wenn ich da an Regensburg denke. Nee. Nee. Das ist doch die einzige Chance, die Kiel so richtig dann, ist. Ich sehe dann, könnt ihr euch, ich weiß gar nicht, was war das für ein Elfmeterschießen der Bayern gegen Dortmund, wo irgendwie drei Spieler ausrutschen? Ja. Das wären wir. Ja, leider. Ja. Nein, das muss verhindert werden. Das fand ich übrigens auch fantastisch im Spiel Ingolstadt gegen 1860, um mal einen kleinen Ausflug zu machen. Die haben auch einen Elfmeter gekriegt, die Ingolstädter. Der Torwart von 60 hält den Elfmeter und im Klären wird der Schütze nochmal vor dem Abwehrspieler von 60 nicht mehr gefoult, umgesenzt, komplett hirnlos und die kriegen direkt wieder einen Elfmeter. Das war auch so ein Peak. Den sie dann reinmachen, ja. Ja, den dann reinmachen, natürlich. Ja. Aber habt ihr heute das Eigentor des Jahrhunderts gesehen? Ja, das vom Torwart, von Paderborn, ne, dann auf den Abwehrspieler. Genau. Also der hat nicht gesehen. Pass auf, ich erkläre es dir kurz. Der Torwart von Paderborn macht den Manuel Neuer. Sprich, er ist an der Eckfahne und versucht, seine Gegenspieler auszudribbeln. Klappt natürlich nicht, bleibt hängen. Und der, ich glaube, es war Würzburg, ne? Würzburger schlägt eine Flanke in die Mitte und da steht mutterseelenallein ein Paderborner und will den Ball übers Tor köpfen. Ja, scheiße, voll unter die Latte gegangen. Also erst der Torwart die Aktion. Also war ja schon so eine Art Assist, kann man schon sagen. Ja. Dann ist ein Würzburger kurz mal dazwischen, haut den Ball nach vorne und der Paderborner, Steffen Baumgart wird sich gefreut haben. Ja, das zum Thema mitspielende Torwärter bei Steffen Baumgart. Vor allem der Witz ist, der Torwart schafft das sogar noch, den Würzburger auszutanzen, dreht aber dann nochmal ab und wird dann von dem Würzburger gestellt. Also von vorne bis hinten ein komplettes Kacktor. Kann man nicht anders sagen. Guck einfach heute, zeig das wunderbare Bild des Fußballs, Marco, da wirst du es dann auch sehen, schätze ich mal. Fußball. Ja, ich werde es mir angucken. Jetzt habt ihr mich gefangen an. Also mit sowas habe ich ja immer diebische Freude. Ja. Ja, vor allem hat er nichts mehr ausgemacht. Würzburg ist hier abgestiegen. Vorne steht im Nirvana. Also da kann man so, das ist so der typisch letzter Spieltag, wenn nichts ums nichts mehr geht. Genau. Letztes Thema für heute. Ich bin aber mitten in der Woche, einmal vom Stuhl gefallen und habe vor lauter Wut meinen Wutlama gegen die Wand gepfeffert, als ich gehört habe, dass der erste FC Köln nochmal 200.000 Euro, wie viel das waren, locker machen muss, weil Simon Terodde es nicht geschafft hat, mit dem HSV aufzusteigen. Was ist denn das für ein Vertragskonstrukt? Also wir haben es geschafft, einen verdienten Spieler sehr viel Geld zu geben, damit er uns verlässt, haben die Mannschaft dadurch schlechter gemacht und müssen dann nochmal Geld bezahlen, weil der seine neuen Ziele nicht erreicht. Was ist denn das für ein Vertragskonstrukt? Kann mir das irgendwer von euch erklären mit irgendwie rationalen Mitteln? Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es darum geht, dass Simon Terodde ja wahrscheinlich irgendwelche Zahlungen bei uns hätte bekommen können, wenn er diesen Vertrag ausgesessen hätte und es vielleicht darum ging, dass man gesagt hat, okay, pass auf, du kriegst, also ne, wenn der HSV, vielleicht ist irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Prämie, also wahrscheinlich wird der HSV keine Aufstiegsprämie hätten zahlen wollen. Und dann hat man wahrscheinlich gesagt, komm, bevor das Ding daran scheitert, zahlen wir die. Das ist für mich die einzige logische Erklärung. Also, was heißt logische Erklärung? Also ich sage jetzt mal vorsichtig. Ich konnte zum damaligen Zeitpunkt den Wechsel
durchaus nachvollziehen. Wenn Gisdol wirklich sagt, ich kann mit diesem Spieler hier nichts anfangen und der wird bei mir nicht mehr als 3 Spiele machen, wenn er eingewechselt wird, dann kann man das verstehen. Also, ne, weil Terodde wird nicht schlecht verdient haben bei uns. Dass man allerdings dem Geld nachgeworfen hat, damit er wechselt, das habe ich nicht so ganz nachvollzogen. Und ich sag mal so, dass das mit den 200.000 Euro rausgekommen ist, ist natürlich Peak FC, ne? Das ist natürlich wahnsinnig gut, dass das jetzt nochmal rauskommt, wo, ich sag mal, wir die halbe Saison ohne tatsächlichen Stürmer gespielt haben. Ja, das ist ja der Witz daran. Ich habe es eigentlich nie so richtig verstanden. Also die ganze Aktion, weil klar, dass der FC Geld sparen musste, das war logisch, das wusste jeder gerade in den Corona-Zeiten etc. pp. Außerdem mussten ja die teuren Vertragsverlängerungen für Markus Gisdol ja irgendwie reinvestiert, also bezahlt werden. Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Am Ende, ich habe jetzt mal den Geist-Block nochmal aufgeschlagen. Es ist ja tatsächlich so, dass am Ende der Saison hat der FC ja durchaus etwas gespart, aber das Gleiche im Prinzip aber auch wieder ausgegeben. Jetzt auch mit diesen 200.000 kommt es dazu, dass man 1 Million Euro an Abfindung gezahlt hat und die gleiche Summe aber auch gespart hat. Das heißt, im Prinzip ein Nullsummenspiel erreicht hat, allerdings ohne Stürmer. Also wir hätten einen Stürmer mehr gehabt und hätten letztendlich trotzdem das gleiche Geld ausgegeben. Also ja. Das und dann hätte der vielleicht, selbst wenn er nur 5 Tore gemacht hätte, hätten die vielleicht gereicht, dass wir heute gar nicht über eine Relegation reden müssten. Der muss ja nur jetzt ein Tor gegen Kiel machen. Ist ja ein Zweitligist, das macht er doch immer. Das ist seine Daseinsberechtigung, gegen Zweitligisten zu treffen. Also, und Anderson ist ja kaputt, wie wir gerade gehört haben. Das heißt, der wäre jetzt wahrscheinlich zum großen Retter der Saison geworden, tatsächlich. Und du wirfst ihm Geld hinterher, damit er dich verlässt. Da sind wir nämlich bei dem, was ich eben schon sagte. Das ist ja nur ein Punkt von vielen, weswegen ja Horst Held nicht umsonst so in der Kritik steht und deswegen halt auch viele Dinge ja darauf hindeuten, dass ja, dass es egal, wie es am Ende ausgeht, die Geschichte dann für ihn dann vielleicht doch beendet ist. Wie gesagt, wir machen heute keine Saisonanalyse, ist ja auch schon spät jetzt, aber das sind aber Themen, die dringend besprochen werden müssen und das darf jetzt nicht an den Ausgang der Relegation hängen. Weil das ist jetzt 2 Spiele entscheiden nicht über eine gesamte Leistung, sondern man muss da seine Gesamtwirken verfolgen. Und da muss dringend drüber gesprochen werden. Im Prinzip über alles, nicht nur über Horst Held. Ja, also alleine, auch wenn der Abschiedskampf ausgerufen wurde, muss man mal gucken, wie viel Geld wir eingesetzt haben, wie viel Geld Bielefeld und wie viel Geld zum Beispiel Mainz und so eingesetzt haben und was dabei am Ende rauskam für uns und für die und das dann kritisch hinterfragt werden. Machen wir alles in der Saisonabschlussfolge, wie du schon gesagt hast. Es ist mir noch ein Anliegen, eines zu sagen, also eine Sache richtig zu stellen, die gerade wieder durch die Presse geistert. Es wird hier immer von gewaltbereiten, aktiven Fans geredet, die da vor dem Stadion waren am Samstag und Krawall gemacht hätten. Nach allem, was wir wissen, nach allen Quellen, die wir haben, und ich glaube, da haben wir 3 zusammen schon ein paar mehr Quellen, waren die Leute, die vorm Stadion waren, keine aktive Fanszene, das waren einfach nur Menschen, die dem Spiel entgegengefiebert haben, also dem Abpfiff entgegengefiebert haben, vielmehr. Da waren vielleicht auch vereinzelt ein paar Ultras dabei, die ja da geblieben sind. Aber die Ultras sind weitestgehend geschlossen nach dem Bus willkommen heißen abgezogen, haben das Spiel halt irgendwo anders geschaut, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht auf den Jahrenwiesen. Und was man so hört, ging da auch sehr, sehr, sehr viel Aggressivität oder Eskalationsverhalten von der Polizei aus. Mich erinnert das Ganze so ein bisschen an die sogenannte Schande von London, bei der wir, glaube ich, alle dabei waren und wissen, dass das keine Schande war, sondern nur ein Medienspin in diese Richtung, ein Framing. Das sehe ich jetzt schon wieder. Man kann sich denken, warum manche Leute das Interesse daran haben, das so zu framen. Aber nochmal, wir aus unseren Quellen wissen, glaube ich, ganz gut oder können es vermuten. Wir waren selber nicht dabei, aber können es vermuten, dass das, was in den Medien steht, nicht den Tatsachen entspricht. Ja, also ich meine, ja, also ich, also wie gesagt, meine Quellen sagen das ziemlich deutlich, dass die Aggression da durchaus von der Polizei ausgegangen ist. Natürlich wird es da auch
Leute gegeben haben, die vielleicht mal irgendwas geschmissen haben oder ein Bengalo abgebrannt haben. Aber nochmal, die sind auf den Jahnwiesen. Also hat jetzt keiner einem Polizisten den Bengalo in den Helm gestopft. Und wenn, weißt du, ich meine, jeder von uns, also ich weiß nicht, ob das Ralf auch schon kennt, aber ich gehe davon aus, also wenn dann diese, ich sag mal, Turtles da ankommen und du stehst da einfach, das ist jetzt nicht deeskalierend. Und ich habe es auch leider noch nicht erlebt, dass dann von den Leuten eine Deeskalation ausgeht, sondern die treten da in Mannstärke auf, dann machen die sich breit, dann wirst du da angeblafft oder angebrüllt oder kriegst sogar eventuell schon einen verplätet. Also, ja, es ist, und ich glaube halt auch, das Ganze wird halt aufgebauscht. Dann gibt es irgendwelche kleinen Videos, die sind 2 Minuten lang. Warum sind die 2 Minuten lang? Nicht, weil die 2 Minuten informativ sind, sondern weil das ganze Videomaterial, was so schlimm ist, in 2 Minuten gepackt wird. Und ich glaube halt auch, dass das halt sehr viel Meinungsmache ist. Also ich meine, nochmal, da sind keine Spieler irgendwie gejagt worden. Also ne, gucken müssen wir gar nicht so weit gucken. Da brauchen wir nur mal gucken, was unser letzter Gegner da, die Fans gemacht haben. Und wenn ich dann lese, ja, die haben unter Polizeischutz trainiert und die Spieler mussten separat nach Hause gefahren werden. Ja, Leute, also ich glaube, diese ganze Mannschaft und auch dieser ganze Verein ist teilweise so weit weg mittlerweile von dieser Fanbasis. Ich kann mich an keine Situation, doch an eine Situation dieses Jahr erinnern, wo es mal fantechnisch ein bisschen heikel war. Das war hier Spackengate mit Drexler, aber auch da wissen wir aus ziemlich ganz sicherer Quelle, dass dem Spieler im Einzelgespräch mit Leuten der aktiven Fanszene und Ultras nicht Schläge angedroht worden ist, sondern gesagt, Jungs, das fanden wir jetzt nicht so cool, aber wir unterstützen euch, wir wollen das gemeinsam erreichen. Bitte fokussiert euch. Und nochmal, dem ist nicht gesagt worden, wir wissen, wo du wohnst und wenn du morgen nicht weg bist, kannst du gucken, wie du wegkommst. Und deswegen finde ich das immer alles aktuell ein bisschen sehr übertrieben, was so in den Medien ansteht. In manchen Medien, muss man auch sagen. Ja, in manchen, man weiß ja auch in welchen. Ja. Umso besser wäre natürlich für Dominik Drexler, wenn er das Siegtor gegen Kiel schießen würde. Also dann würde ja nicht nur seine Kiel-Vergangenheit rund gemacht werden, ja, sondern auch das Spackengate dann quasi vergessen sein. Gerne, nehme ich. Ja. Also da wäre ich bereit, nochmal 20 Euro mehr zu spenden. Ja, hey. Das ist ein Deal. Haben wir hier gehört, Marco, du stehst im Wort. Vor allem wieder ohne Gegenwette, ich bin doch auch so der letzte Dulli, ne? Nee, ich hau dann wieder in Emotionalität hier raus. Nein, dann müssen wir nicht wetten. Wenn Dominik Drexler das Siegtor macht, spendet jeder von uns nochmal 20 Euro oben drauf. Die lege ich da gerne mit drauf. Ja, okay, alles klar, machen wir. Ist ja keine Wette, dann ist aber nur... Wenn Domme das macht, bin ich mit 20 Euro dabei. Ja, guck mal, dann haben wir schon mal 60 Euro plus deine anderen 20, Marco. 80 Euro für die Tafeln und unsere Saisonwette, Saisonspende. Das wird doch ein Festessen. Ja, Dominik, du weißt, was du zu tun hast. Drexler, noch nicht. Ja. Jo. Vielleicht noch mal zu dieser Geschichte. Ich habe da auch ganz gute Drähte, auch Fanclubs und so weiter. Da haben auch Leute ganz klar geschrieben, also so wie es gerade schon mehrfach erwähnt wurde, dass die Polizei sich sehr ungeschickt verhalten hat und dementsprechend auch, ich muss das nicht alles nochmal wiederholen, aber für mich war das ein absoluter Fehler, am Freitag schon, dass die Polizei hingegangen ist, die Dinger da aufgebaut hat und dann kommt dann so eine Meldung, dieser Michael Thiemann, den Namen merke ich mir mal, leitender Polizeidirektor, der dann in einem Ton hier mit uns spricht, ich sage jetzt mal bewusst mit uns, ne? Also von wegen, wir wissen, dass in der Kölner Fußballszene die Nerven blank liegen. Ja. Mit dem Motto, ich habe zwar Verständnis für sportliche Emotionen, aber bla bla bla. Und wir werden das einhalten und bla und hier und auf gut Deutsch, es gibt auf die Fresse. Das stand da schon drin. Also ich meine, du brauchst das nur zu lesen und wenn du ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kannst, merkst du sofort, was der da damit sagen will. Ne? Und das bitte mal in der Kölner Fanszene. Die Jungs lassen sich nämlich so leicht nichts sagen, ne? Jungs und Mädels. Sind ja auch Mädels dabei. Ne? Ja. So, ich habe in dem Moment schon gedacht, das wird eskalieren. Ja.
Jetzt habe ich heute die Berichterstattung verfolgt, was zum Beispiel in den anderen Stadien los war, wo Leute aufsteigen, absteigen oder Ziele nicht erreichen. Überall stand Polizei, aber da ist komischerweise, habe ich bis jetzt noch nirgendwo was gelesen, dass da was passiert ist. Nur in Köln. Warum ist das so? Weil wir so schlimm sind? Nein. Ich glaube nicht. Also wir Fans. Also hier wird versucht, ein Bild zu zeichnen von Ultras, von Fans, von Leuten, die den Verein unterstützen wollen. Und meines Erachtens ist da total überreagiert worden, schon im Vorfeld von der Polizei. Und die Schuld, die gebe ich zu 90% der Polizei. Punkt aus, Ende im Gelände. Ja, kann man genauso stehen lassen. Der Vollständigkeit halber erwähnen wir noch, wie immer, U21 und Frauen. Bei der Damenmannschaft ist das Spiel ausgefallen wegen eines Corona-Falles bei der Gegnermannschaft. Gute Besserung an die betroffene Spielerin oder weiß gar nicht, Betreuer oder Spielerin. Auf jeden Fall an die betroffene Person. Die U21 gewinnt 2-1 gegen Rot-Weiß Essen. Beide Tore von Tim Lemperle, der damit die Tore 8 und 9 in 26 Spielen erzielt hat. Ja, herzlichen Glückwunsch, Tim. Ja. Weiter so. Weiter. Ja. Muss man ja sagen, haben Rot-Weiß Essen damit fast den Aufstieg in die dritte Liga zerschossen. Die haben ja noch 2 Spiele mehr als Borussia Dortmund und haben jetzt schon 1 Punkt Rückstand auf Dortmund 2. Und das wird wohl aller Voraussicht nach wieder für Rot-Weiß Essen nichts werden mit dem Aufstieg. Ja, eigentlich. Gut, habe ich keine Aktien drin, aber ja, sage ich jetzt mal nichts so. Ja. Genau. Ralf, willst du noch Werbung machen für deine Druckerzeugnisse? Wir geben dir jetzt so viel Zeit, wie du möchtest. Also vielleicht höchstens mal erwähnen, dass ja was Neues ansteht. Und da wir ja gerade Rot-Weiß Essen und den Ruhrpott drin haben, es gibt ja einen Spieler, der letztendlich aus der Ecke kommt, der leider viel, viel, viel zu früh verstorben ist, ist der Maurice Banner. Da werde ich gemeinsam mit Thomas Reinscheid, oder bin ich schon dabei, wir werden ein Buch über ihn schreiben, haben Gott sei Dank auch die Unterstützung der Familie Banach, also dass da Claudia Banach voll mitmacht. Wir sind auch bei der Trikotkommission mit drin, da wo Andreas Gielchen ja so rührig seine Sachen da macht. Also das ist eine schöne Sache. Es wird dann wahrscheinlich im Herbst dann zum Tragen kommen. Und vor allen Dingen mit dem Buch, da sind wir jetzt auch mit vielen, vielen Leuten in Verbindung, unter anderem auch mit Hansi Flick, mit im Prinzip mit dem ganzen Kader irgendwie, der damals noch mit ihm zusammen gespielt hat. Und ja, wir wollen ihm endlich dieses Denkmal setzen, was ihm gebührt, und dass er halt nicht vergessen ist. Nur wer tot ist oder nur wer vergessen ist, ist wirklich tot. Und das wollen wir halt dafür sorgen, dass dann auch nachfolgende Generationen wissen, dass es diesen Mann gegeben hat. Und ja, wäre ein toller Fußballer geworden, oder war er schon, er wäre aber noch ein viel besserer geworden, da bin ich 100% von überzeugt an dieses Projekt. Ja, sitze ich gerade dran, und wer da mal Interesse dran hat, kann einfach auf meiner Seite schauen, www.fc-stammtisch-talk.de, und kann sich da informieren, wo man dieses Buch bereits jetzt bestellen kann und vielleicht ein paar Euro sparen kann, weil wir jetzt am Anfang machen wir noch Subskriptionspreise, Vorzugspreise. Kann das gar nicht aussprechen. Egal. Ja, damit habe ich jetzt sozusagen mein Werbekontingent erschöpft. Ja, wenn das Buch raus ist, laden wir dich und Thomas gerne noch mal ein. Dann könnt ihr hier gerne auch ein bisschen, vielleicht eine kleine Lesung machen bei uns im Podcast, ein bisschen Werbung dafür noch machen. Ja, also gerne. Fühl dich da herzlich eingeladen, wenn das soweit ist. Wo wir aber einmal dabei sind. Also, eins steht fest, der FC-Stammtisch-Talk soll natürlich eines schönen Tages wiederkommen. Und irgendwie hoffe ich dann doch, dass wir uns auch alle mal wieder persönlich treffen. Ich habe so euch mit euch schon Podcast gemacht, habe ich aber persönlich noch nie kennengelernt. Ich möchte, dass ihr bei den ersten Folgen, bei einer der ersten Folgen bei mir in der Runde seid. Einer von euch, wenn es zeitlich anders nicht passt. Am liebsten natürlich beide. Also da, ich lade euch einfach mal ein, obwohl ich noch keine Termine habe. Erstmal die schöne Nachricht, dass der Stammtisch wiederkommen wird. Und ich glaube, ich spreche da für uns beides, wenn es uns möglich ist, wir da sehr gerne auch kommen würden und sehr darüber freuen, über die Einladung. Also vielen Dank. In meinem Fall natürlich wegen der lokalen Entfernung muss es immer so ein bisschen passen in die Hamburger Ferien oder so, aber das ist ja alles noch Zukunftsmusik, das sehen wir dann. Okay. Ja, es geht nur darum, das, was schon mal ausgesprochen hat. Genau. Ja, vielen lieben Dank. Bedanken müssen wir uns auch noch bei allen Spenderinnen und Spendern, wie am Ende jeder Podcast-Folge. Nochmal vielen Dank an euch alle, die ihr uns hier
ermöglicht, die bestmögliche Qualität rauszuholen, weil wir ein Programm namens Auphonic benutzen. Das kostet Geld, da kostet jede Stunde, die man dort an Podcast hochlädt, ein bisschen Geld. Aber Auphonic ist ein super Tool, weil das macht nämlich die Aufnahme glatt und sorgt dafür, dass zum Beispiel das Kratzen und Rauschen entfernt wird, dass verschiedene Lautstärkeunterschiede auf einer Ebene nivelliert werden und so weiter und so fort. Und es fügt die euch hoffentlich bekannten Kapitelmarken mit dabei. Und wenn ihr sagt, auf diesen Luxus der Kapitelmarken und der guten Audioqualität wollen wir nicht verzichten, dann freuen wir uns, wenn ihr uns ein paar Euro rüberschießt für diese Qualität. Wie gesagt, geht alles in den Podcast. Es dient nicht dazu, dass der Marco sich ein neues Sofa kaufen kann. Ich verwalte das Geld. Da gibt es einen besonderen Spendenbutton. Da bitte dann den Spendennachweis oder Spendenhinweis neues Sofa verwenden. Ja, genau. Das fließt dann direkt in meine neue Ledercouch. Ja. Sage ich jetzt nichts zu, genau. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt ohne Marco, dann geht ihr bitte auf www.trotzdemhier.de/spenden und erfahrt dort alles, was ihr tun könnt. Coffee, PayPal, Überweisung, Auphonic-Guthaben, geht alles. Ja, ihr könnt uns gerne auf Twitter folgen. Das macht ihr unter @ruhrporttennis oder @KYLennep. Aber natürlich folgt ihr auch alle dem Ralf, das ist der @FC-Stammtisch. Lieber Ralf, vielen, vielen Dank, dass du erneut da gewesen bist und dir hier den Sonntagabend mit uns vertrieben hast. Ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne. Eine Frage hätte ich noch zum Schluss. Wie geht ihr jetzt mit der Relegation mit eurem Podcast um? Oh, gute Frage. Wir haben uns schon abgesprochen. Ich verrate einfach mal, weil wir das nicht konkret geplant haben, aber ich glaube, wir sind uns einig. Wir werden nach dem ersten Relegationsspiel eine Folge raushauen. Weil wir, also mir wird es ein Bedürfnis sein, über dieses Spiel zu reden, egal was passiert. Dir, Marco, wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich, ja. Wir tun. Also wahrscheinlich so am Donnerstagabend würde ich mal euer Podcatcher gucken. Ich vermute, da kommt dann was. Okay. Muss mich ja wappnen. Ja, kommt was. Und natürlich nach dem zweiten Spiel dann ja sowieso, das ist ja klar. Und dann entlassen wir euch erstmal nach einer langen Saison rückschaut, dann habt ihr irgendwann auch mal Ruhe von uns und ihr könnt euch in Ruhe auf die EM und die Podcasts zur EM konzentrieren, aber die wird dann nicht von uns begleitet werden. Nein, das nicht. Okay, aber nochmal danke für die Einladung für heute. Ja, sehr gerne und immer wieder. Ja, ich würde sagen, wir haben es jetzt hier alles rund gemacht. 2 Stunden 16, das ist ja eine fast schon Rekordlänge. Also vielen Dank an alle, die so lange durchgehört haben und bis hierhin durchgehalten haben. Lasst wie immer gerne Feedback da auf Twitter oder unter der Folge auf der Homepage per E-Mail an info@trotzdemhier.de oder sonst irgendwie, ihr schafft das schon, uns zu erreichen. Ja, Marco, du bist der Ruhrporttennis. Ich bin KY Lennep und wir beiden sind trotzdem hier.